Also, wir sind auf dem Weg nach Brüssel mit Pascal Arimont. Pascal ist Abgeordneter im Europaparlament für die deutschsprachige Gemeinschaft Ostbelgiens. Richtig. Wir haben aufgepasst in St. Fit, denn so ist das Ganze entstanden. Und bevor ich einfach viel zu viel erzähle, weil wir eine glorreiche Zeit von 6 Uhr jetzt auf der Autobahn sind. Pascal, bist du dazu gekommen, uns einzuladen? Ich habe euch gesehen im Internet und habe dich gesehen in St. Fit bei diesem Bürgerdialog mit dem Jean-Claude Juncker. Deine Frage und dein Gesicht war wahrscheinlich prägsam. Und habe mir das dann euren Weg nach Hause und euer Gespräch über Europa und eure positive, sehr positive Einstellung über das, was Europa für euch ist und was es sein könnte. Hat mir gefallen, weil es sehr, sehr spontan alles war und das Gespräch auch spontan war. Und eure Diskussion und der Dialog oder Trialog im Auto, ich glaube, war zu dritt im Auto, wenn ich das genau. Noch richtig im Kopf habe, hat mir dementsprechend gefallen. Und Einladung, um mal einen Tag mit in diesem Parlament zu verbringen, vielleicht auch, um ein Bild zu vermitteln, wie es da tatsächlich ist. Man hat ja oft ein Bild von diesem Parlament, was nicht immer mit der Realität gleichkommt. Und ich glaube, ich mache das eigentlich oft, Leute mitnehmen. Ich habe irgendwie jede Woche 1 bis 2 Leute, die mitfahren, und denen versuche ich, dieses Bild zu vermitteln. Die müssen natürlich selbst und autonom darüber urteilen, was sie von so einem Tag halten. Aber das Bild, glaube ich, ist ein anderes, wenn man mal da war. Dass man auch hautnah sieht, wie dort Abläufe sind, wie dort gearbeitet wird, wie dort auch Meinung entsteht und Meinung gebildet wird. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass ihr dabei seid, dass ihr die Einladung angenommen habt, glaube ich, einen Tag frei nehmen musstet und nicht studieren könnt. Ja, wir waren im Urlaub genommen dafür, das stimmt. Genau, und wir werden den ganzen Tag miteinander verbringen. Ihr kommt mit in die Ausschüsse, paar Dinge, die ich heute noch so mache, und hoffentlich fahrt nach Hause mit Dingen, die im Kopf dann sind, die vielleicht vorher nicht da waren. Ja. Steigen wir mal ganz woanders und ganz weit vorne ein, einfach, dass man dich auch mal kennenlernt, weil das ist ja auch Sinn und Zweck, so ein bisschen einfach das mal, wir nennen das ein bisschen auf Augenhöhe macht. Gelesen, so ein bisschen Malmedy oder um Malmedy herum. In Malmedy geboren. Im Krankenhaus. Im Krankenhaus. Und vielleicht einfach mal ganz kurz, wie ist so dein Werdegang? Ja, also vor 42 Jahren in Malmedy im Krankenhaus geboren. Und da in meinem Pass steht effektiv Malmedy, weil man damals, also die Kinderstation war in diesem Krankenhaus in Malmedy, französischsprachig. Damit hat man schon so ein bisschen erklärt, wie wir auch in diesem Teil Belgiens auch leben. Also wir leben direkt an dieser Sprachengrenze. Direkt an der Landesgrenze zu Deutschland, direkt an der Landesgrenze zu Luxemburg. Und bin groß geworden auf einem Bauernhof. Meine Eltern sind Landwirte. Wir wohnten in einem Haus, wo Opa und Oma noch wohnten, wo meine 3 Geschwister wohnten. Und das war so ein bisschen der Ort, wo ich dann die Kindheit verbracht habe. Alles wunderbar. Bin zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht in St. Fit und bin dann nach Lüttich, ins schöne Lüttich gegangen zum Studieren und habe dort, man halte es fast nicht für möglich, klassische Philologie studiert, heißt Latein und Altgriechisch. Und dazu habe ich gelesen noch Chemie, wie kommt man zu? Nee, Chemie war Abitur, also so. Abitur habe ich in Latein, Chemie und all so diese Fächer relativ allgemein bildend oder gebildet zu werden, habe ich gemacht. Aber das Studium, das Uni-Studium war dann Latein und Altgriechisch. Altgriechisch. Hatte ich vorher auch nie, musste ich dann alles dort irgendwann lernen und war sehr interessant vom Studium und war aber auch sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Habe das auch abgeschlossen und mein ursprüngliches Ziel war mal Journalist zu werden. Man hatte mir gesagt, Journalist zu werden machst du besser nicht Journalismus, sondern studierst was, wo du eine recht breite Allgemeinbildung kriegst und wo du Sprachgefühl entwickelst. Also Philologe passte, die Römer und die Griechen interessierten mich, also
war das so ein bisschen die Entscheidung für das erste Studium. Das Ureuropa war praktisch schon der Grundstein. Ja, aber effektiv. Ich war ein großer Fan von Asterix und Obelix. Das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich das studiert habe. Aber diese Welt mochte ich, weil in dieser Welt all das definiert wurde, was heute noch für uns, glaube ich, grundsätzlich besteht. Ja, und dann stellte sich die Frage, in Belgien studiert man ja recht früh, Abitur macht man mit 18, der Studiengang war damals 4 Jahre Studienzeit, also mit knapp 21 war ich diplomierter Philologe, also hätte ich dann in die Arbeitswelt einsteigen können, wollte aber kein Journalist mehr werden, wollte auch kein Lehrer sein, dazu fühlte ich mich eigentlich zu jung. Und dann flatterte mir irgendwie zu Hause aufs Büro ein Flyer oder ein Fallblatt, sagt man, von einem Studiengang in Aachen, RWTH, das hieß Magister in Europastudien. Und das interessierte mich, weil es Europa war, weil mich Europa irgendwie immer interessierte. Dann habe ich mich da eingeschrieben und das ist ein Studiengang, den es nach wie vor gibt. Damals war es ein sogenannter postuniversitärer Studiengang. Man musste also ein Uni-Diplom haben, um das überhaupt zu machen. Und da waren so 100 Studenten eingeschrieben, wovon mehr als die Hälfte aus dem damaligen Ostblock, den sogenannten Ostblockstaaten, kam. Das war eine interessante Welt, weil man dann auch mal konfrontiert war mit dieser West-Ost-Unterscheidung und lustige Feste mit den Rumänen und Polen. Die haben harten Schnaps immer. Ne? Harten sind Wodka, ganz hart, wo man als Westeuropäer auch nicht mithalten kann. Europastudien in dem Abend sozusagen. Genau, die Osterweiterung, die es damals ja noch nicht gab, hat man dann da wirklich hautnah miterlebt. Das habe ich 2 Jahre gemacht. Und da ging natürlich, entstand der Wunsch, Europa irgendwie Teil meines Lebens sein zu lassen, weil das faszinierend war. Ich habe da auch eine Endarbeit in europäischem Recht gemacht über die deutsche Buchpreisbindung und getestet, ob das mit europäischem Recht vereinbar war. Bin dann auf den Geschmack des Studiums der Rechtswissenschaften gekommen und habe auch während des Studiums ein Praktikum machen müssen und machen können. Und das habe ich gemacht im Europäischen Parlament bei dem damaligen europäischen Abgeordneten des Parlaments, der aus Ostbelgien kam und kommt, dem Mathieu Grosch. Und da, wie das Schicksal dann so Wege zusammenführt, durfte ich einen Monat Praktikum machen und just in dem Moment, wo mein Praktikum aufhörte, hörte der damalige Assistent auf und man bot mir während des Jahres eine Halbtagsstelle als Assistent dort an, was ich natürlich annehmen wollte. Bin dann von freitags, wurde mir das gesagt, und montags durfte ich anfangen, musste mir dann eine Wohnung in Brüssel suchen, was alles auch ziemlich lustig und chaotisch war. Hab dann da halbtags gearbeitet und habe dann in der anderen Hälfte der Woche ein Jurastudium begonnen auf Niederländisch, in der Freie Universität von Brüssel. Um Jura so ein bisschen, weil mich das interessierte, aber vor allen Dingen auch um die Sprache zu lernen während dieses Jahres, weil mein Plan ging nicht mehr weiter als dieses Jahr. Ja. Als ich das fertig, also ich dann das ein Jahr gemacht hatte, das Studium dann irgendwie bestanden und hatte Magister in Europastudien abgeschlossen zwischendurch. Und ja, und dann bot man mir an, ganztags als Assistent zu arbeiten beim gleichen Abgeordneten. Das habe ich dann auch gemacht und habe mich dann in die Abenduni der Universität Löwen eingeschrieben und habe da Jura studiert. Das habe ich 3 Jahre gemacht und dann wollte ich auch kein Assistent mehr sein, sondern wollte Anwalt werden. Ja. Habe ich dann, Anwalt in Belgien heißt, man muss 3 Jahre Praktikum machen, wo man fast nichts verdient. Das habe ich dann relativ spät gemacht in so einem Lebenszyklus und habe dann in einer Brüsseler Kanzlei gearbeitet 2 Jahre und bin dann... Wie alt warst du da ungefähr? Nur das wäre jetzt nochmal so. Bis 22, da war ich, das war 2002, wenn ich 74 geboren bin ich 28. Gut gerechnet. Kommt oder? Hin, glaube ich. Ja. Kommt hin. Damals war ich 28, war ich dann Praktikant, Rechtsanwaltspraktikant.
2 Jahre in Brüssel in der Kanzlei und dann stellte sich bei mir die Frage, entweder Anwaltskarriere in Brüssel, in diesen großen Kanzleien oder back to the roots, heißt zurück zur Heimat, die aus Belgien immer war, weil ich auch am Wochenende immer wieder zurückfuhr. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin dann nach St. Vith zurückgezogen, habe dort eine Kanzlei gefunden, wo ich dann auch später Teilhaber wurde und war dann auch komplett raus aus der Politik und aus dieser Sphäre der EU. Ja. Was mir aber auch wichtig war, weil ich damals irgendwann auch den Schluss gefasst habe, mal aktiv Politik machen zu wollen. Und das, finde ich, geht nur, wenn man finanziell, beruflich unabhängig ist. Das war mir damals sehr wichtig und heute bin ich sehr froh, dass ich es so gemacht habe, weil wenn ich morgen keine Lust mehr habe auf Politik oder wenn die Politik mich nicht mehr möchte, kann ich morgen in meinen Beruf zurück und muss mich nicht biegen und krümmen, um irgendwas zu bleiben, was ich gerne wäre. Macht sehr frei, macht sehr unabhängig und macht sehr auch finanziell frei. Hätte das auch Auswirkungen, jetzt mal diesen hypothetischen Fall, du würdest jetzt zurück in die Kanzlei gehen, ja. Wenn auch dann, ich sage jetzt mal, Europa nicht mehr Europa wäre, angenommen es wäre jetzt nur noch Belgien, ja. Wie hätte das jetzt so in diese Theorie massive Auswirkungen oder wäre das tatsächlich sogar eine Kanzlei, die auf Belgisches... Das ist eine Kanzlei, das ist so wie ein Landarzt, sind wir Landanwälte. Ja. Wir machen alles, wir machen vom Mietvertrag bis zur Scheidung, bis zur Frage, wie geht man mit Kindern um, wenn man sich trennt, bis zum Unternehmenshandelsvertrag macht man da eigentlich alles. Ja. Also ist man nicht spezialisiert in einem Gebiet, sondern man ist Experte auf ganz verschiedenen Rechtsgebieten. Jetzt nicht der große Experte, weil man nicht bis ins kleinste Detail da reinsteigen kann, sondern man ist, man berät eine Kundschaft auf dem Land. Ja. Was sehr interessant auch ist, weil man, was mich da sehr erfreut hat und auch Spaß gemacht hat, war erstens, weil ich jeden Tag plädieren konnte vor den Gerichten. Und plädieren war das, was mir am meisten Spaß machte. Und sehr viel Kontakt mit den Leuten hat. Also in Brüssel war ich in einer Wirtschaftskanzlei, da hatte man sehr wenig Kontakt mit dem Kunden. Und wenn, dann mit den sogenannten Legal Departments von den großen Firmen, also knallhart und sehr strukturiert. Und hier kam das Menschliche sehr raus. Also ja. Der Mann oder die Frau, die Entscheidungsprozesse ist und alle Emotionen irgendwie dir gegenüber darbringt und wo du auch die einzige Person bist, die dieser Person dann in dem Moment helfen kann. Und das muss man auch mit umgehen lernen. Auf jeden Fall. Ja, also aber ein toller Beruf, den ich morgen wieder machen würde, wenn ich hier das nicht mache. Was aber nicht heißt, dass das, was ich jetzt mache, nicht auch schön wäre. Du hast wahrscheinlich auch noch vor, ein bisschen eigentlich im Europaparlament zu bleiben, oder? Macht Spaß. Also wenn ich es entscheide, ich kann nur entscheiden, ob ich das weitermachen möchte, das würde ich bejahen. Aber als EU-Abgeordneter wird man ja gewählt jede 5 Jahre und da hat ja derjenige, der das Kreuzchen macht, das letzte Wort. Und hat auch die Partei spielt eine Rolle mit, ob die mich dann für diese Stelle nominiert. Wenn es nach mir geht, sehr gern. Das ist etwas, was ich damals schon extrem faszinierend fand, ja. Aus vielen Gründen, was ich nach wie vor jetzt, wenn man selbst die Sache macht, noch viel faszinierender finde. Also das ist wirklich etwas, wo man jeden Morgen aufsteht und sagt, gut, schön, ich fahre gerne dahin und mache das sehr gerne und bin auch, es gibt keinen Tag, wo ich mir sage, ah Mist, jetzt muss er arbeiten gehen. Wie ticken denn dann deine Wähler in, ja? Möchtest du das vielleicht so von vorne halten, dann ist das vielleicht ein bisschen besser? Direkter. Ja. Soll ich das ungefähr so halten? Ist besser? Etwa. Ich teste nochmal. Ist es besser so? Ja, ist etwas besser, weil es von vorne kommt. Okay. Kommen wir dann nochmal auf die das Kreuzchen gemacht haben, also die Wähler sind. Deutschsprachige Gemeinschaft ist ja jetzt ja ein Steinwurf von uns, von Aachen. Wie sehen eigentlich die Ostbelger, die Deutschen oder auch so ein bisschen die Region, wenn man jetzt mal diese Perspektive mal von der anderen Seite sieht? Ja, das ist keine einfache Frage, weil wir ja so... Also dieser Teil Belgien war immer Spielball der Geschichte. Mal waren wir da, mal waren wir da. Wir waren ja eigentlich alles schon, was es in Europa so an Wichtigem gibt.
Wir waren Deutsch, wir waren Französisch, wir waren Spanisch, wir waren Österreichisch. Also waren wir irgendwann mal irgendwas. Und daraus hat sich so eine ganz besondere Identität auch entwickelt. Wir sind, glaube ich, in der übergroßen Mehrzahl sehr stolze Belgier. Also wir mögen unser Land, wo wir jetzt sind. Mit allen Problemen und Schwierigkeiten und mit ganz vielen Fragen auch, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber man nennt uns ja auch die letzten Belgier, weil wir eigentlich glücklich sind, da zu leben, wo wir leben. Das hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Identität zu entwickeln. Es ist nicht selbstverständlich, dass 70.000 oder 75.000 Leute diese Autonomie genießen. Das hat der belgische Staat uns gewährt. Im Zuge dieser Entwicklung, dass es diesen Streit zwischen Flamen und Wallonen gab, waren wir so ein bisschen der Teil Belgiens, dem man dann auch eine Autonomie gewährt und die wir auch sehr gerne angenommen haben, wo wir uns auch selbst entwickeln konnten. So muss man uns verstehen. Mit Deutschland haben wir mittlerweile ein sehr offenes und sehr gutes Verhältnis. Das war früher mal viel schwieriger, weil man nach den Kriegswehen ja Situationen kannte. Mein Opa war zum Beispiel, musste für Deutschland in den Krieg gehen, weil der Teil Belgiens damals deutsch wurde und dann wurden diese Leute eingezogen. Das hat zu ganz viel komplizierten Situationen geführt, wo die Leute hier eigentlich nichts für konnten und woraus eine gewisse Brisanz entstand. Das hat auch dazu geführt, glaube ich, dass zum Beispiel ganz viele Leute ein Fan einer deutschen Fußballmannschaft sind. Ich bin HSV-Fan. Aber wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, man eher nicht mit ihr hält. Das ist schizophren. Ist aber so, vom Gefühl her. Das kann ja auch niemand erklären, aber das ist so. Das ist ein Gefühl, was bei den Leuten ist. Ansonsten, glaube ich, kommen wir mit unseren deutschen Nachbarn also sehr gut aus. Und das liegt auch vielleicht darin bedingt, dass zum Beispiel, um dir eine Zahl zu nennen, 6.500 Leute aus Belgien jeden Morgen über die Grenze fahren und in Deutschland arbeiten. Also wenn man weiß, dass 75.000 aus Belgien gibt, davon die Hälfte arbeitet und davon 6.400 schon allein nach Deutschland fährt zum Arbeiten, dann entsteht auch ein gutes Verhältnis. Die andere Hälfte oder fast 4.000 Leute fährt jeden Morgen nach Luxemburg runter. Und dementsprechend sind wir auch sehr abhängig von unseren Nachbarn. Und wirtschaftlich abhängig, aber auch, würde ich sagen, freundschaftlich und familiär abhängig. Im oberen Teil Ostbelgiens wohnen auch ganz viele Deutsche. Ich glaube, dass man mittlerweile in Ostbelgien sehr offen und sehr, sehr gut auch mit diesen Situationen umgeht. Dementsprechend, es gibt immer diese Klischees, wie der Belgier ist, wie der Deutsche ist. Das ist ab und zu Thema, aber... Also wir fahren gerade auf der belgischen Autobahn. Genau. Ich habe da mehr Angst vor als auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Ich bin hier in den Niederlanden aufgewachsen, so 100 Meter von der Grenze. Und da gibt es, was Fußball angeht, auch sehr viele Diskrepanzen, gerade wenn die Nationalmannschaft spielt. Also alle sind Freunde, gehen beieinander einkaufen, sobald Fußball anfängt. Ja, die Freundschaft auch. Es hört nicht nur die Freundschaft auf, es fängt auch der Hass teilweise an. Ja. Wie ist das denn zwischen Belgien und Deutschland? Ist da die Grenze freundschaftlich oder wird die mittlerweile auch geschlossen? Nee, absolut nicht. Eher im Gegenteil. Das war früher viel schwieriger als jetzt. Jetzt hat man auch nichts dagegen, wenn jemand mit einem Deutschland-Trikot rumläuft. Früher war das eher schwieriger. Aber jetzt nicht mehr. Genau andersrum gelaufen. Früher war es offen. Ja. Mittlerweile steht halt Militärpolizei an jeder Grenze und schließt die Grenze. Also ich kann ja jetzt nur von dem Teil Belgiens reden, in dem ich jetzt wohne. Da sind wir völlig entspannt, gehen wir mit der Situation um. Also eher das Gegenteil, eher offen, eher durchlässig und akzeptierend. Das ist so meine Erfahrung, die ich mache. Vielleicht ist das bessere belgische Bier. Ja, das beste Bier, das es eigentlich gibt. Wir sind ja jetzt Weltkulturerbe geworden, ne, mit Bier. Ja, vor allem, weil es auch viele Biere gibt. Ja, das gehört zum Beispiel, das ist etwas, was man als Ostbelgier auch, was man auch dann von der belgischen Identität komplett übernommen hat. Also man,
man isst sehr gerne, man trinkt sehr gerne und man trinkt auch sehr gerne diese belgischen Spezialbiere. Ja, es gibt ja in Deutschland wiederum den Spruch, wenn du irgendwo im Ausland oder gerade in Belgien ein gutes Restaurant suchst, vor allen Dingen, wenn da belgische Autos vorstehen, dann kannst du da getrost reingehen. Ja. Ist das was Wahres? So. Ja, das ist absolut so. Und ich sehe das jetzt auch bei mir. Meine Hobbys waren früher Fußball und Lesen und Radfahren und mittlerweile, auch vielleicht aufgrund des hohen Alters, ist eines der Hobbys wirklich interessante Restaurants finden und dort essen gehen. Das hat nichts mit dem Preis zu tun. Interessant heißt, die verschiedenartigen Stile und Dinge entdecken. Das macht man, das machen aber auch viele so hier. Und man legt auch viel Wert, also bei uns zu Hause legen wir sehr viel Wert aufs Kochen. Also meine Frau kocht hervorragend gut. Und was ist dein Lieblingsgericht? Gibt's nicht. Ich esse eigentlich sehr gerne so dieses typisch belgisch-französische. Sehr gern. Hab aber auch unheimlich gern zum Beispiel Thai. Ist etwas, was ich sehr mag. Bin aber auch sehr glücklich, wenn ich in Italien bin und die ganze Pasta-Sortimente durchprobieren kann. Und liebe Schnitzel mit Fritten. Also sind wir dann doch mal wieder bei Deutschland angelangt. Ja. Also friedliche und freundliche Nachbarschaft. Ja. Und just gestern Pressekonferenz zum Thema Maut und Deutschland. Ja. Spannender Punkt. Du bist praktisch komplett dagegen. Ja, ich bin nicht gegen eine Maut. Jeder soll seine Straßen so finanzieren, wie er das denkt, wie es richtig ist. Es gibt ja in Europa 24 Mautsysteme, also kann man im Moment nicht damit argumentieren, dass Maut prinzipiell schlecht ist. Es geht mir aber vordergründig darum, dass die Art und Weise, wie Deutschland diese Maut jetzt einführt, einem Prinzip widerspricht, was mir sehr heilig ist. Und das ist, dass diese Maut diskriminierend ist. Das ist ein Wort, was man dann auch erklären muss. Also die CSU wirbt ja damit, dass nur der Ausländer diese Maut zahlen soll. Und das stört mich. Das ist nicht europäisch. Dann fangen wir an und urteilen in einem Binnenmarkt, wo das Gesetz für jeden gleich sein soll, damit der Binnenmarkt auch funktioniert, fangen wir an und ja, machen Dinge, die den Inländer bevorzugt. Und wenn wir wieder in diese Logik reinfallen, dann sind wir wieder in einem Europa, vor den 50er Jahren, wo man ja, krasse Unterschiede zwischen den Ländern kannte, auch in den Gesetzgebungen. Wir haben versucht, oder Europa hat versucht, eben diese Unterschiede ja, wegzuarbeiten, so dass man in Europa sich frei bewegen kann, dass man in Europa frei seinen Studienplatz aussuchen kann, dass man Waren durch ganz Europa verkaufen kann, ohne dass in jedem Land das Gesetz ein anderes wäre. Und das ist so ein bisschen dieses Prinzip, an das man hier mit diesem Mautgesetz gehen möchte, was man dadurch vielleicht rückgängig ein Stück wieder machen möchte. Und das stört mich. Es wäre klüger, ein System für ganz Europa zu schaffen, wo der Benutzer der Straße eine Maut bezahlt, je nachdem, wie viel er fährt. Das wäre intelligent. Aber so eine pauschale Maut, die ja, finanziert ist, ausschließlich durch den Ausländeranteil, die nach Deutschland reinfahren, das stört mich. Und das ist auch, wenn ich das sagen darf, von den Spezialisten in diesem Fachgebiet, in diesem Europarechtsfachgebiet, eindeutig als diskriminierend beschrieben worden. Und deswegen die Aktion auch, dass wir dementsprechend dieses Gesetz stoppen müssen. Kannst du dir vorstellen oder glaubst du, dass vielleicht sogar ein Teil einen gewissen Plan hatte, dass man von vielleicht CSU-Seite Herr Dobrindt überlegt haben könnte, ja, wir machen mal die Maut und dann spielen wir den schwarzen Peter, den Bösen in Brüssel zu? Weiß ich nicht. Diese Idee ist aber im Wahlkampf entstanden und Ideen, die im Wahlkampf entstehen, sind selten gut. Weil der Wahlkampf ist eine Periode, wo niemand normal denkt. Und Politik sollte man wirklich mit kühlem Kopf machen und nicht mit der sogenannten heißen Nadel stricken. Und wenn diese Idee, die ja schon
ich habe gestern noch mit vielen Kollegen auch darüber gesprochen, diese Idee gibt es schon seit Jahrzehnten in München bzw. in Bayern, weil man sich über die österreichische Seite aufgrund deren Mautsystem irgendwann geärgert hat. Das ist aber mehrfach nicht zustande gekommen und jetzt war halt eben der Herr Dobrindt, wurde Verkehrsminister mit dem Ziel, diese Maut durchzubringen, um das Wahlkampfversprechen ja, zu erfüllen. Ich weiß nicht, welche Strategie dort ja, angedacht war, aber ich sehe nur das Resultat dieser Strategie und das gefällt mir nicht. Besteht bei dem Thema Maut genauso viel Einigkeit wie bei Tihange und Duhl, was die Kooperation übergreifend betrifft? Also wenn man jetzt an die Euregio gerade denkt, Maastricht-Aachen? Ja, das kann man so sagen. Also sämtliche Grenzgebiete hier in unserer Nähe wehren sich auch dagegen. Das ist natürlich die Frage, wie man sich noch wehren kann. Ich für mich sitze jetzt im Parlament, wo ich erstens mal die Kommissarin interpellieren kann und mal ihre Entscheidung in Frage stellen kann und wo ich ja so ein Bündnis schmieden kann oder helfen kann, es zu schmieden, damit, weil die Kommission jetzt nicht mehr dagegen vorzugehen scheint, die Mitgliedstaaten das tun. Und da ist es wichtig, dass jemand das tut. Also wenn ich davon überzeugt bin, dass dieses Gesetz nicht zustande kommen darf, dann ist es im Moment, glaube ich, zu spät, das beim Verkehrsminister selbst zu machen, sondern es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo man effektiv jemanden finden muss, der klagt. Ich hätte gern, dass mein eigenes Land klagt. Wie es aussieht, wird Belgien es aber nicht tun, weil man innerbelgisch auch nicht einer Meinung ist, wie bei vielen Dingen. Weil die Belgier selber vor nicht allzu langer Zeit eine Maut genau. In Überlegung hatten. Ja, genau. Flandern hatte ein ähnliches Modell vor, das ist aber auch kassiert worden. Also dementsprechend guckt man in Flandern ganz genau, nach welchen Kriterien jetzt Mautgesetze gemacht werden. Und das ist auch wichtig, dass wir dementsprechend jetzt die Kriterien ja, von ganz oben festlegen lassen, von ganz oben, sprich EuGH, damit mal ein für alle mal klar ist, nach welchen Kriterien man solche Gesetze machen kann. Wenn das jetzt nicht gemacht wird und wenn man das so im Raum stehen lässt, es könnte ja diskriminierend sein, wenn man das nicht überprüfen lässt, nehmen alle anderen Länder das das ist dann ein Grund, auch Dinge zu tun, die vielleicht diskriminierend sind. Und das ist so ein Dominosteinchen, das vielleicht eine Kette auslöst, die nicht gut ist. Hätte da die Kommission vielleicht einfach etwas härter sein müssen in deinen Augen? Absolut. Man war ja hart. Man hat ja in allen offiziellen Mitteilungen, ich habe mehrere Fragen dazu offiziell gestellt, hat man immer gesagt, so wie das Gesetz im Moment aussieht, ist es diskriminierend, hat die Kommission gesagt. Ihre Analyse, ihre rechtliche Analyse war, diese Maut ist diskriminierend, oder dieses Gesetz. Und dann gab es irgendwann im Herbst den Durchbruch zwischen Kommission und Dobrindt, dass es plötzlich nicht mehr diskriminierend ist. Wir haben dann auch gelesen, was man am Gesetz geändert hat. Man hat mehrere Kurzzeitvignetten eingeführt und man hat die Kopplung, um das von der Verkehrssteuer oder wie man die Verkehrssteuer wieder zurückgezahlt, an den CO2-Ausstoß gekoppelt. Ändert aber am Grundsätzlichen nichts, ob jetzt oder wer jetzt diese Maut im Endeffekt bezahlen muss. Und das diskriminierende Element ist nach wie vor in gleicher Weise vorhanden. Das sagt auch jeder Rechtsexperte, der dazu was gesagt hat. Ja, also hätte die Kommission auch dieses Gesetz, was jetzt gestern im Kabinett in Berlin verabschiedet worden ist, müsste sie eigentlich das Vertragsverletzungsverfahren, was sie eingeleitet hat, fortführen. Tut sie aber nicht, nach meinem Kenntnisstand. Das wundert uns, ja. Frage, egal was die Kommission sagt, egal was der Europäische Gerichtshof oder das Europaparlament sagt, was ändert das wirklich? Wenn Deutschland sagt, wir machen diese Maut, dann sagt der Europäische Gerichtshof, ja, geht nicht. Und dann sagt Deutschland, ja, dann verklagt mich doch. Ja, dann und, ist es nicht mehr. Aber wie durchsetzbar ist das? Weil es scheint für mich bei vielen Fragen einfach so zu sein, dass die Länder sagen, ja, mache ich. Und dann sagt die Europäische Kommission oder das Europäische Parlament, nee, geht nicht. Oder du musst das und das machen und die Länder machen, was sie wollen. Ja. Aber wir reden hier von einem Urteil des EuGH, das dieses Gesetz kassieren würde.
Das heißt, Deutschland, wenn es etwas für eine gewisse Rechtsstaatlichkeit übrig hat, darf dieses Gesetz dann nicht ins Leben rufen bzw. umsetzen. Nein, man darf es nicht. Zum Beispiel, meine Frage ist, wenn jetzt wirklich Deutschland sagt, ja, ich scheiße auf das Urteil, was passiert dann mit Deutschland? Kriegt dann Deutschland auch so eine Strafe nach dem Motto, du solltest mal bitte was bezahlen, dann sagt Deutschland, mache ich auch nicht. Gut, aber auf dem Niveau hält man sich eigentlich schon an das, was der EuGH sagt. Also das glaube ich, gibt es nicht, dass man sich daran nicht gehalten hat. Es gab vor kurzem in Luxemburg einen ähnlichen Fall, wo der luxemburgische Staat eine Studiengebühr nur für ausländische Studenten eingeführt hat. Oder keine Studiengebühr, ich glaube, das war, dass man eine Studienbeihilfe nur bekam, wenn man Luxemburger war. So wie in den Niederlanden. Ja, und das hat der EuGH kassiert. Und dieses Gesetz gibt es nicht mehr. Und das hat Luxemburg geändert. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, Deutschland ist aber groß und wichtig und könnte eigentlich einen Sonderweg oder könnte sich an nichts halten. Das glaube ich aber nicht, dass das so sein wird, weil wenn man das in Frage stellt, dann stellt man wie in einem nationalen Staat die höchste richterliche Autorität in Frage. Und wenn man das tut, ja, dann hat der Rechtsstaat keinen Sinn und keinen Wert mehr. Dann kann man alles in Frage stellen. Dann brauchen wir auch nicht reden, dass wir überhaupt noch irgendein Gesetz auf den Weg bringen. Ne? Ich stelle das deshalb in Frage, weil viele Sachen, die man plant in der EU, egal ob das jetzt Flüchtlinge sind oder Bildung, ja, das sind nationale Entscheidungen letztendlich, die umgesetzt werden müssen. Das ist auf einem anderen Niveau. Weil Leute sehen das. Wir reden zum Beispiel bei der, ja, das stimmt, aber wir reden zum Beispiel bei der Flüchtlingsfrage von einem Beschluss des Ministerrates, den einige nicht befolgen. Und da gibt es ja dann auch die Möglichkeit, Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. Hier geht es jetzt darum, um die grundsätzliche Frage, ist ein Gesetz europarechtskonform oder nicht? Ein nationales Gesetz, was an sich mit Europa nichts zu tun hat. Und die Kommission als Hüterin der Verträge muss das kontrollieren. Und wenn sie das tut und der Meinung ist, das ist nicht europarechtskonform, kann sie den höchsten Richter, den es in Europa gibt, anrufen, kann diese Frage stellen. Und wenn der dann sagt, es ist nicht konform, muss der Nationalstaat oder der jeweilige Mitgliedstaat dieses Gesetz auch zurücknehmen. Das ist natürlich auch immer ein bisschen auf Goodwill basiert. Nur wenn wir da anfangen, den Goodwill zu streichen oder den Willen, etwas gemeinsam zu machen und sich an Regeln zu halten, dann geht man wirklich am System und zieht das Steinchen raus, sodass es ganz am Ende des Prozesses dieses Haus wirklich einbricht. Das ist eine Entwicklung, die ich vor dich nur warnen möchte und die auch nichts Gutes bringen würde. Ist das vielleicht auch einer der Kernpunkte, ich sage jetzt mal, der Problematik derzeit in Europa, was Kommission, Europäisches Parlament, diese Differenzierung betrifft, die Aufgaben und auch die Zusammensetzung, die Entstehung? Wenn man jetzt das natürlich auch mal aus Marketing-Sicht betrachtet, für die Wahrnehmung des kleinen Mannes, normalen Bürgers, des Bauern in Ostbelgiens? Das, wie Entscheidungen zustande kommen, das ist sehr komplex. Das kann man erklären und mehrfach erklären, das bleibt komplex. Es ist auf jeden Fall so, dass der sich mit der Materie jetzt nicht auseinandersetzt und das tun, würde ich sagen, 95% der Menschen nicht. Die kriegen mit, in Europa wurde was entschieden. Wer da was entscheidet, das ist dann, wie du eben selbst sagtest, das ist die Wahrnehmung, dass da ihr das macht. Also ihr in Brüssel macht das. Zum Beispiel, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf heute und wir sitzen gleich eher im Ausschuss für den europäischen Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Ja. Und man muss ja sagen, es ist ausgesprochen transparent. Hat mich auch selber überrascht. Man kann auf die Seite des Europaparlaments, es sind die Tagesordnung, die Dokumente zu den Tagesordnungen, die Ausschussmitglieder, die Vorsitzenden, wer stimmt wie ab, die Protokolle. Also es ist ja, man kann die Ausschüsse live im Stream verfolgen. Es ist ja viel transparenter, als mancher denkt. Jetzt steht das
teilweise viel weniger in den Medien, der Presse zum Beispiel, wenn solche Ausschüsse tagen. Der Kern ist aber dann, wie verkauft man das dann einem vielleicht auch, ne? wenn man das diskutiert? Ne? Ich habe mir dann die Aktivitäten mal angeschaut. Was macht ihr gerade? Und allein der erste Punkt, der dort aufgelistet wird, der ist irgendwie ein Satz von 4 Zeilen und Durchsetzung der Verordnung 374 irgendwas in Bezug auf Verordnung 570 irgendwas. Ja. Wie, du weißt nicht, was das ist? Nee, ja, ich sag jetzt mal... das kann doch nicht sein. Wie soll der Laie da durchblicken? Nee, da hast du vollkommen recht. Der Laie blickt da auch nicht durch. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass man die Dinge mit einfachen Worten erklärt. Die europäische Idee ist ja in meinen Augen nach wie vor, birgt ja Revolutionäres. Könnte, wenn man wirklich darüber nachdenkt, was da drin steckt, so einfach verkaufbar sein. So einfach, also wir fahren im Moment sehr langsam, weil wir mittlerweile im Stau sind und gleich auch abbiegen. Das ist der Klassiker hier, genau. Wo man nach Brüssel will. Wo wir auch uns einen Kaffee-Togo kaufen werden. Also, aber diese Idee wäre so einfach zu verkaufen, aber die Europäische Union ist wahrscheinlich der schlechteste Kommunikator, den es gibt. Die haben eine scheiß Werbeaktion. Also Marketing ist katastrophal, oder? Katastrophal. Und da kommt noch hinzu, dass man für alles Gute den Nationalstaat quasi verantwortlich zeichnen lässt und für alles Schlechte diese Bösen in Brüssel. Ich meine, Thema Verbraucherschutz. Ja. Gehen wir mal konkret. Die Mehr von der krummen Gurke. Gibt es nicht. Also es gibt die mehr, ja. Aber es gibt diese krumme Gurkenrichtlinie gibt es nicht mehr. Die gab es mal, tatsächlich. Aber auf ein eindringliches Bitten der deutschen Gurkenhersteller. Also das war eine Bitte, die man dort an Europa gerichtet hat. Bitte harmonisiert die Größe und Länge dieses Produktes, damit wir das einfacher in Europa verkaufen können. Ob man das machen muss, zweifle ich. Auf jeden Fall hat man da eine gewisse Normierung vorgenommen, aber diese Richtlinie gibt es nicht mehr. Dieses Marketing für Europa, es gibt eine Seite, die das Marketing für Europa sehr gut machen, also sehr pro-europäisch. Mhm. Die hatten das mit dieser Gurkenrichtlinie jetzt auch mit drin. Mhm. Und die meinten, auch wenn es die Richtlinie nicht mehr gibt, alle Hersteller machen es trotzdem, weil es einfach einfacher ist. Und anscheinend ist es gar nicht so blöd. Und ich glaube, das Marketing ist gar nicht so schlecht. Man findet es nur nicht. Wenn man zum Beispiel zu Europe Direct... Dann ist es schlecht. Man geht zu Europe Direct. Also es gibt 100.000 Materialien. Es gibt Kinderbücher über die Europäische Union. Es gibt Materialien ohne Ende. Abholmarketing ist kein gescheites Marketing. Ja, genau. Du weißt es halt nicht. Und dann hast du diesen einen Europatag im Jahr und dann stehen die da und verteilen das. Oder gehen mal in eine Schule und den Rest vom Jahr findet man es nicht. Und es ist halt schade, dass es wahrscheinlich Millionen in diese Materialien gesteckt werden, das einfach nicht ankommt. Wir haben das auch erkannt, also jetzt, als ich dann mein Mandat begann und zufällig im gleichen Moment werde ich in einer Zeit groß oder lebe in einer Zeit, in der soziale Medien eine gewisse Rolle spielen, die als große Gefahr in meinen Augen, die eine große Gefahr darstellen, die aber auch ein gewisses Potenzial darstellen, um Dinge einfach zu erklären. Und alles, was wir eigentlich machen, ist in diesen sozialen Medien das, was ich tue, erklären. In möglichst einfachen Worten, mit einem Bild, damit man so einen Einblick kriegt, was man in so einem europäischen Parlament halt macht. Das ist auch mit sehr viel Arbeit verbunden, etwas sehr Komplexes in 3 Sätzen einfach zu erklären. Das ist das Schwierigste eigentlich. In 3 Sätzen ist ja manchmal sogar echt schwierig. Ne? Aber der Feind Europas tut das. Der erklärt in 3 Sätzen, was in Europa ein Mist ist. Und ich oder wir müssen lernen, und das wäre die kluge Strategie, dass man ganz komplexe Zusammenhänge in 3 Sätzen erklären kann. Dann haben wir gewonnen. Und die Materie kann so komplex sein, wie sie möchte. Am Ende des Prozesses steht das Gesetz, was man da macht, für irgendwas. Oder steht die Entwicklung, die europäische Integration für irgendwas. Und das muss man wieder lernen, in 3 Sätzen zu erklären. Einfach so, dass man damit auch was anfangen kann. Also ich kann jetzt hier 4 Stunden über die Richtlinie zum Fernabsatz im Onlinehandel referieren. Werde ich gleich auch machen.
Aber am Ende des Prozesses stellt sich die Frage, was hast du gemacht, wozu ist dieses Gesetz gut? Und dann muss ich sagen können, das, das und das. Also wenn du online kaufst, dann solltest du in ganz Europa die gleichen Rechte und Pflichten haben, damit auch dieser Online-Handel sich entwickeln kann und damit daraus auch ein Potenzial an Arbeitsbeschaffungsmöglichkeiten entsteht und der Kunde auch ein gutes Produkt billig überall in Europa einkaufen kann. Darum geht's. Und wenn Europa das schafft, und ich glaube, alles, was Europa im Binnenmarkt macht, hat oft zu tun mit kleinen Detailsregeln. Aber daran scheitert es ja immer. Wenn wir diese kleinen Details nicht wegräumen, wenn wir Dinge nicht harmonisieren, dann funktioniert der Markt nicht. Und es gibt wirklich ein absolutes eine Erfolgsgeschichte in Europa, das ist dieser Binnenmarkt. Diese 508 Millionen Leute in diesem Markt, wo man Waren einkaufen, verkaufen kann, ohne irgendwelche Probleme. Und das ist unser Trumpf und das müssen wir behalten. Ich meine, die Unternehmen, die bei mir in der Ecke sind, die leben das. Also für die ist das sowas von selbstverständlich, dass man Waren einkauft, verkauft in diesem Binnenmarkt mit all diesen verschiedenen Sprachen und Mehrwertsteuerregelungen. Egal, es ist mehr oder weniger harmonisiert und dementsprechend einfach. Und das ist wirtschaftlich sehr wichtig und sehr gut. Und dementsprechend kommen dann solche Gurken-Stories zustande. Aber wenn man mit den Gurkenleuten spricht, dann hat das auch irgendwann ein bisschen Sinn gemacht. Nur es ist zum Symbol für was geworden. Kümmert euch nicht um die Gurke. Kümmert euch nicht um weiß nicht was, Bananenkrümmung. Und was das Ganze mit Gurkenleuten und Döner zu tun hat, das klären wir nachher. Bis später. So, wir fahren jetzt live in den belgischen Stau hinein. Wir haben uns aber mit Kaffee und... Weltkulturerbe, ja, im belgischen Stau. Ja, aber das hat dann so Partnerschaft, könnte dann mit Köln sein, ja, glaube genau. Ich. Ja. Nur bei uns ist der Stau beleuchtet, das ist der Unterschied. Das stimmt übrigens, das ist so ein Ding, ja. Ich frage mich echt, wieso wird hier so viel Strom verballert dafür, dass das so beleuchtet ist. So hat man mir es erklärt und ich glaube, das ist auch verständlich, wir haben einen Stromüberschuss, weil Belgien recht klein ist und man hat diese Kernkraftwerke, die laufen nachts. Diese Elektrizität kann man nach wie vor nicht wirklich speichern und dementsprechend ist das etwas, was so als Abfallprodukt durch diese Lampen läuft. Alle Achtung. Ja. Weil auf den Satellitenbildern sieht man das ja gigantisch. Absolut. Ne? Ich muss natürlich sagen, wenn man viel Autobahn fährt im Dunkeln, was ich teilweise tue, ist es sehr angenehm. Aber von der Idee, dass man überflüssigen Strom in so viele Lampen durchschießt, ist natürlich völlig verrückt. Ich hoffe auch, dass der Herr Musk ganz viele Batterien erfindet, die diesen Strom irgendwo lagern kann, damit wir das nicht mehr durch diese Lampen schießen müssen. Ne? Also, das wäre eine Maßnahme. Das könnten wir ihm vielleicht mal per Mail schreiben. Wir waren stehen geblieben, aber eben bei Gurken. Wieso guckst du mich so an? Ja. Weil du einen ganz berühmten Tweet abgesetzt hast. Ja. Und zwar, als Beatrice von Storch in Brüssel einen Döner gekauft hat. Ja. Und deswegen der Schwenk von Gurke, denn die ist ja auch oft im oder in der Dönertasche normalerweise drin. Aber da ist natürlich dann auch spannend, wie ist eigentlich so das Auftreten der AfD zum Beispiel im Europaparlament? Wie nimmt man das, wie nimmst du das wahr oder wie nehmen das vielleicht auch Kollegen wahr? Die haben sich ja völlig aufgeteilt. Das war vorher ja eine Gruppe mit dem Luke, mit der von Storch, mit dem Prezell und da ist noch einer. Der Luke ist nicht mehr AfD. Alpha ist jetzt? Alpha ist jetzt nach wie vor, wo sie auch vorher waren, bei den Konservativen. Die Petri ist, glaube ich, bei der EFDD. Die von Storch bei EFDD, also bei den UKIPs. Und der Prezell ist bei den Le Pens. Und daran erkennt man schon, wie konsistent deren Überlegungen sind, also egal was im Grunde. Diese Leute sind da.
zum Glück in einer Minderheit, aber eine Minderheit, die sehr laut ist und die sehr wenig dazu beiträgt, dass dein Leben besser ist morgen oder das deiner zukünftigen Kinder oder das meiner Kinder. Und das ist immer den Vorwurf, den ich diesen Leuten mache. Ihr erklärt mir, was nicht geht, ihr erklärt mir aber nie, wie man das macht, damit es besser geht. Ich meine, Herr Prezell sitzt hier, habe ich gesehen, mit, ja, auch im Binnenausschuss und diesem Verbraucherausschuss. Ja. Gab es, ich möchte das, auch wenn ich kein Freund der AfD bin, ich bin da transparent und offen, aber doch versuchen, mal sachlich auch zu erörtern, deswegen bin ich da auch gespannt. Gab es von ihm da auch schon wirklich konstruktive Vorschläge und also Vorschläge halt, Ideen, oder war das tatsächlich bis jetzt nur dagegen? Ehrlich gesagt beschäftige ich mich in dem Ausschuss nicht mit dem Herrn Prezell, weil das schon von der Materie und von den Dingen, die ich da bearbeite, so kompliziert und so viel Arbeitsaufwand ist, dass ich gar keine Zeit habe, mich damit zu beschäftigen, was er da macht. Weil ich jetzt nicht weiß, dass er in diesen Dingen, die ich dann da bearbeite, mitdiskutiert, deutet das vielleicht darauf hin, dass er ja nicht wirklich, möchte jetzt da kein Urteil über ihn fällen, aber ich nehme ihn jetzt nicht so wahr. Also, das, was ich von ihm war, ich habe ab und zu mit ihm einmal in einem Fernsehinterview mitgesessen und das unterscheidet sich schon sehr von meiner Idee, die ich von Europa habe und von meiner Idee, wie ich es vernünftig finde, dass man in Europa miteinander umgeht. Und dementsprechend kann man sich da wirklich, wirklich abgrenzen von. Und das tue ich auch. Und es ist nicht konsequent bis hinten gedacht, deren Idee, in meinen Augen. Denn was ist die Alternative, die sie anbieten? Was ist dieses A in AfD? Das ist aber noch nie definiert worden. Oder ich kenne es zumindest nicht. Gibt es ein Pendant eigentlich ungefähr zu dieser Art der Bewegung auch in Belgien? Ich meine, Le Pen, ja. Frankreich, also Front National, wir kennen es ja. Jetzt in Österreich, UKIP in England. Gibt es sowas, eigentlich das Phänomen auch in Belgien, oder ist das bis jetzt eher... Es gibt in Belgien zwei Strömungen, die nicht eins zu eins auf die AfD passen. Es gibt in Belgien die rechts wirklich im politischen Spektrum ganz rechts sind, die auch mit dem System hier ein Problem haben, die auch ausländerfeindlich sind. Und es gibt die NVA, die nicht ausländerfeindlich ist, die aber zum Beispiel für die Unabhängigkeit Flanderns eintritt. Das kannst du nicht eins zu eins auf AfD. Das muss man ja auch mal, wenn man Europa sieht, nehmen wir mal die Basken, nehmen wir mal die Nordiren, nehmen wir die Schotten. Ja, die wollen auch unabhängig sein, aber sie wollen ja Europa bleiben. Das ist ja, ja immer sehr diffus oder komplexer. Die NVA ist auch bei den Konservativen hier im Parlament und die möchten jetzt Europa nicht abschaffen, sondern eher als Flandern Teil Europas sein. Das ist deren Idee. Wie siehst du das eigentlich persönlich als Belgier, diese Geschichte, Flamen und... Ich finde wichtig, dass jeder seine Identität hat und in dieser auch sich entwickeln kann. Ich halte es aber von der Organisation eines Staatsgefüges immer weniger sinnvoll, in immer kleineren Strukturen zu denken. Der Trend geht eher dahin, die großen Probleme auf dem höchsten Niveau zusammenzulösen. Und da ist Belgien als kleines europäisches Land ja schon ein Klecks. Wenn wir das jetzt noch kleiner machen, dann hast du ja noch weniger Einfluss auf die großen Entscheidungen. Und dementsprechend geht der Trend eher dahin, sogar Europa wird zu klein, sondern man muss zum Beispiel die Globalisierung angeht, ist Europa mittlerweile schon zu klein? Ist Amerika zu klein? Da bedarf es eigentlich einer Welt, einer Regeln, die weltweit gelten. Und wenn man dann mit die Idee vertritt, dass wir als unabhängiges Wallonien oder sogar unabhängige DG in irgendeiner Weise
das Leben der Leute besser machen, das ist ein Trugschluss. Denn die Probleme lösen sich auf den höheren Ebenen. Zu Recht, weil das ja in dem Sinne internationalisiert worden ist und globalisiert worden ist. Aber da kommen wir ja, wenn ich das mal einfach aufgreife, ja auch zu einem Punkt, der ja heiß diskutiert ist. Gerade wenn man sagt, man nimmt diese globalen Dinge und diskutiert sie auch global. Nehmen wir mal das Thema Freihandel. Das ist ja etwas, was in den letzten Jahren gerade in Bezug auf TTIP und CETA sehr, sehr heiß diskutiert ist. Deine Fraktion ist praktisch für CETA und TTIP, wenn man sich die Abstimmungen anschaut. Aber du bist klar dagegen. Wenn ich das zuletzt richtig verstanden habe, vor allen Dingen aber auch in der Art und Weise und nicht in Gänze gegen den Freihandel, oder wie ist absolut die genaue Position? Nicht. Ich bin absolut nicht gegen Freihandel. Ich wünsche mir aber einen Freihandel, der nach gewissen Regeln funktioniert, die das, was ich an Demokratie und an demokratischen Entscheidungsprozessen, die diese nicht aushöhlen. Und das sind wir gerade dabei, finde ich, zu tun. Wenn wir diese 8 Freihandelsabkommen abschließen, die im Moment abgeschlossen werden. Ich habe kein Problem mit Kanada, vor allen Dingen mit Kanada oder mit den Vereinigten Staaten, einen Vertrag abzuschließen, in dem wir ganz präzise regeln, welche Normen wie gelten sollen, welche Normen harmonisiert, einen Binnenmarkt zu schaffen, der nach gewissen Regeln funktioniert, aber es ging ja bei diesen Freihandelsabkommen eigentlich nicht mehr darum, einen Zoll abzubauen, sondern es ging darum, eigentlich zu definieren, wie wir Normen, Standards definieren. Und da trifft man sich dann meistens irgendwo in der Mitte. Das ist ein Vorwurf, den ich da habe. Und das wird dann auch eher den Standard senken wie erhöhen. Wobei Europa immer dafür bekannt war, dass wir Champion im hohe Standards setzen waren. Und das würden wir stückweise aufgeben, wenn wir diese Freihandelsverträge machen. Wäre es nicht eigentlich auch sinnvoller? Ich würde gerne ein solches Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten abschließen, aber nach vernünftigen Kriterien. Und diese Kriterien sind nach wie vor für mich nicht so, dass ich dem guten Gewissens zustimmen kann. Wenn ich jetzt sage, sehen wir es doch mal positiv, zumindest mit Amerika ist das ja gerade erstmal ein bisschen auf Eis gelegt, sage ich mal. Aber aus Gründen, die mir nicht gefallen. Nehmen wir, ne? Also der Präsident, der Herr Trump hat das ja direkt ja auch schon so gesagt, aber zumindest bringt es ja auch erstmal etwas Wichtiges, nämlich Zeit. Vielleicht auch, und das dass der eigene Binnenmarkt überhaupt auch erst nochmal mit ein paar Dingen beschäftigt wird. Du sprachst eben immer noch das Thema Zölle an, Steuern. Ich habe einen Kunden, der zum Beispiel sagt, du, ich kann nach Belgien nicht verkaufen, weil die haben ein ganz anderes Mahnsystem, Mahnwesen zum Beispiel. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir reden über Freihandel oder Abkommen und haben unsere eigenen Binnengrenzen eigentlich immer noch nicht richtig gewuppt, das muss man ja auch mal jemandem erklären, Eines oder? Eines der Gründe, weshalb auch Wissenschaftler gegen TTIP oder CETA sind, Leute, die in diesem Bereich maßgeblich gearbeitet haben, ist, dass diese sagen, in den Bereichen, in denen Amerika sehr stark ist, in den Bereichen gibt es in Europa noch 28 verschiedene Gesetzgebungen. Also ist es, werden wir in dem Sinne, wenn wir dann die beiden Mächte gegenüberstellen, ist der natürlich ein Gesetz hat, immer im Vorteil zu dem, der natürlich nur der 28 hat. Und in diesen entscheidenden Bereichen müssten wir selbst unseren Binnenmarkt mal fertig machen. Das ist zum Beispiel in dem Bereich Energieversorgung. Ist Europa auf dem Wege hin zu einem Markt, den es aber noch nicht de facto in der Wirklichkeit gibt. Es wäre aber klug, wenn man in Europa gemeinsam darüber entscheidet, das ist ja in der Praxis teilweise schon so, aber dass man strategisch entscheidet, wo welche Art Strom hergestellt wird. Dass nicht jedes Land sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man das strategisch zusammen plant und dann auch mit dieser Marktmacht in den internationalen Wettbewerb tritt. Im Moment gibt es ja, jedes Land hat seine eigenen Unternehmen, die jetzt mittlerweile sich langsam
ja, die das auch europäisch angehen und europäisch organisieren, aber das ist in den Kinderschuhen eigentlich noch. Da müssen auch die Regelwerke mal harmonisiert werden. Das hat die Kommission jetzt zum Beispiel angepackt und das kommt jetzt auch ins Parlament. Das ist etwas, was mich auch brennend interessiert und wo ich auch gerne dran mitarbeiten möchte. Aber das sind so Dinge, wo diese Experten eben davon abrieten, macht keinen Freihandel in diesen Bereichen. Es wird Arbeitsplätze in Europa massiv vernichten. Das kann ich jetzt nicht belegen, weil es diesen Vertrag jetzt nicht gibt. Ich kann das nicht empirisch nachprüfen gehen, ob das so sein wird. Aber die Diskussion um diese Freihandelsverträge, was mich da wirklich auch gestört hat, war, wie man da rangegangen ist, um diese Verträge zu machen, auszuhandeln. Du sprachst eben davon, dass zum Beispiel der Ausschuss für Verbraucherschutz sämtliche Dokumente online sind, alles live gestreamt wird. Man muss wissen, dass wenn es diese Leaks nicht gegeben hätte, wenn nicht einige Mutige nicht einen Finger drauf gesetzt hätten und gesagt, hört mal, hier werden globale Abkommen hinter verschlossenen Türen verhandelt, dann wäre das so durchgefluppt und niemand hätte sich wirklich drum gekümmert. Apropos Leaks, was kann das Europaparlament tun, um beispielsweise Whistleblowern Möglichkeiten zu bieten? Also meiner Interpretation nach ist was anderes als Spionage. Mhm. Als Spion hast du etwas davon, mhm, oder du machst es bewusst in einem Auftrag. Als Whistleblower machst du das im Sinne, im Dienste der Gesellschaft irgendwo Missstände aufzudecken. Natürlich verstößt du gegebenenfalls gegen Recht, aber was gibst du da für Preis? Gibt es da aktuell eigentlich Pläne und Maßnahmen? Ja. Ich meine, es betrifft jetzt weniger den Verbraucherschutz und Binnenhandel. Wir hatten, wir hatten zum Beispiel etwas, wo ich darüber abstimmen musste im Parlament, war die Richtlinie über Trade Secrets, also um Geschäftsgeheimnisse, wurde definiert, was ist ein Geschäftsgeheimnis, was nicht und wie kann man das schützen? Wo dann ein Satz eingefügt war, in dem stand, dass man die sogenannten Whistleblower auch besonders schützen muss. Das ging vielen aber viel zu wenig weit und deswegen war dieses komplette, diese Akte war auch in der Kritik der Öffentlichkeit, weil man die befürchtete, dass man die sogenannten Whistleblower dadurch nicht genügend schützt. Aber die Kommission hat angekündigt, dass sie ein eigenes Gesetz zu Whistleblower macht, was dann auch in Kürze dann auch im Parlament landen wird. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass ich da dicke Bauchschmerzen habe, weil beispielsweise der Kommissionspräsident hier in Luxemburg sich weitaus weniger in diesem Bereich, also im eigenen Land sozusagen, für die eigentlichen Whistleblower, der Panama, Panama Papers sind es ja, eingesetzt hat. Und wenn man jetzt weiß, die entwickeln ein Gesetz, ich nehme jetzt mal bewusst so ein bisschen diese Sicht auch des normalen Bürgers wieder ein, da müsste man ja denken, ja, das kann ja schon nichts werden, weil wenn die Leute schon in Luxemburg nicht für ihre eigenen Leute was machen, wieso sollen sie es dann für Europa machen? Dann frag dich aber mal, wie in der ganzen Welt sogenannte Whistleblower beschützt werden. Da wirst du aber nichts finden. Und ich glaube, wir sind die Ersten, die überhaupt sich mal die Frage stellen, wie man diese Leute schützen kann. Und man kann dem Herrn Juncker vieles vorwerfen. Ich teile ansatzweise ein bisschen die Kritik, dass ein System damals aufgebaut worden ist, um Steuern bestmöglich zu vermeiden. Aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass er das jetzt nicht versucht zu ändern. Es hat selten so konkrete Vorstellungen und Vorschläge gegeben, dieses Steuerproblem zu lösen. Dass es so sein wird, dass die großen Unternehmen, die dann natürlich Zugriff haben auf diese Steuerberatungsfirmen, die man alle kennt, Strategien zu entwickeln, dass man überall nur ein ganz klein bisschen zahlt und nirgendwo wirklich insgesamt was. Dass das mal endlich vorbei ist und dass jeder eigentlich dort auch Steuern zahlt, wo er eine Aktivität hat. Das ist so ein Prinzip der Gerechtigkeit auch. Ne? Jeder, der der arbeitet und der oder Unternehmen hat, und kleine Unternehmen hat, ja, bezahlt richtig viel Steuern und wird bei 5 Euro vors Gericht gezerrt. Wir sind Belgien wie in Deutschland. Natürlich, ja.
da muss man sagen, das packt er an. Diese Situation bestand ja auch vorher, niemand hat einen Finger drauf. Jetzt seit auch der Finanzkrise ist auch die öffentliche Meinung so, dass man sagt, ja, diese Finanzwelt und dieses Multinationale sollte auch geregelt sein. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wie regelt man das denn? Und wie kann man Steuerflucht vermeiden? Und das kannst du europäisch schon mal versuchen. Aber Panama liegt nicht in Europa, meines Erachtens. Nein, aber so würde ich denken, gut, erstmal baue ich was auf und dann beschäftige ich mich jetzt in Ewigkeit damit, das wieder rückgängig zu machen. Ja. Ist natürlich genau das, was zumindest... Das hat aber jeder Staat gemacht und nicht nur einer. Ne? Das ist richtig. Die Niederländer sind da ja auch... Ist der Champion. In Amsterdam gibt es ganz schön viele Briefkästen. Ja. Das ist aber mittlerweile ist in der öffentlichen Meinung auch, ist es auch so, dass man das... das ist vielleicht legal alles, aber es wird nicht mehr als korrekt und gerecht empfunden. Und das ist etwas, was es vor 20 Jahren nicht gab. Diese massive öffentliche Meinung, dass die Großunternehmen sich nicht drücken sollen und an der Finanzierung des Gemeinwohls, um es platt zu sagen. Und diese öffentliche Meinung hat natürlich dazu geführt, dass auch Menschen den Mut hatten, mal Dinge zu veröffentlichen. Das hat dazu geführt, dass die Journalisten sich des Themas annahmen und Recherchen gemacht haben. Und das führt dazu, dass die Politik darauf reagiert und versucht, es wieder gerade zu biegen. Natürlich stimmt es, wenn du sagst, man hat das Problem ja eigentlich geschaffen, indem man nicht... Aber dann sind wir zum Beispiel bei einem zentralen Punkt, wo Europa schwierig wird. Denn das ist ein Thema, was du... grundsätzlich, also Steuerpolitik ist etwas, was die Mitgliedstaaten gerne selbst regeln wollen, wo es laut Verträgen auch eigentlich keine Befugnis für ein Europa gibt, also keine Kompetenz, das zu regeln. Wir dürfen nicht das Steuergesetz in Deutschland ändern. Wir dürfen schauen, oder die Kommission kann schauen, ob es diskriminierend ist oder nicht, aber welches Steuergesetz in Deutschland gemacht wird, das entscheidet ganz allein der Bundestag mit dem Bundesrat. Und da ist Europa auch in keinster Weise befugt zu. Europa wird da befugt, wo es grenzüberschreitend wird und wo man diese Aspekte eben mit einholt. Und da sagen viele Leute, mach doch mal in Europa alle Steuergesetze gleich. Das wirst du aber meiner Meinung nach nicht können, weil jeder Staat ja anders organisiert ist, aus der Historie und anders finanziert ist. Und wenn wir das alles gleich machen, dann würden wir ja einen großen Superstaat schaffen, den man nicht möchte. Den möchten die Leute auch nicht. Wir haben ja schon ein Problem damit, dass es überhaupt so viel Struktur auf europäischer Ebene gibt. Aber man möchte auch eigen sein und eigene Entscheidungen treffen und die Entscheidungen auch so treffen, wie man halt tickt. Und da gibt es eben die 28 verschiedenen Mitgliedstaaten mit deren Kulturen, Mentalitäten. Der nordische Staat ist komplett anders aufgebaut als der südliche, und dieses sollte man dann auch vielleicht weiterhin respektieren. Und ich glaube auch nicht, dass in der Bevölkerung der Wille da ist, sämtliche Nationalstaaten abzuschaffen. Glaube ich nicht. Das ist Teil der EU, der schwierigste Teil meiner Meinung nach, weil da am meisten auf der Bremse gedrückt wird oder auf die Bremse gedrückt wird und am meisten nicht europäisch gedacht wird. Also die EU funktioniert ja mit der Kommission, die was vorschlägt, dem Parlament und dem Ministerrat als dem Zweikammersystem, wo die Entscheidungen von links nach rechts dann verhandelt und abgestimmt werden. Und ich glaube, dass die Kommission ihre Arbeit macht. Ich glaube, dass das Parlament auch sehr proeuropäisch arbeitet und auch in dem Sinne gute Lösungen immer anbietet. Und ich glaube, dass im Moment der Hemmschuh im Rat liegt, wo die Flüchtlingsfrage ist das beste Beispiel, wo die Kommission hat 30 Vorschläge gemacht, um es besser zu machen. Das ist alles im Parlament besprochen und abgesegnet worden, und das bleibt dann im Rat liegen, weil gewisse Mitgliedstaaten, da kommen wir auf das zurück, was eben gesagt wurde, das nicht wollen, weil sie getrieben sind durch AfD-ähnliche Leute in ihren Ländern. Und das ist schade. Weil, konkret, wenn man jetzt mal... Ja, diese Verteilung, diese Verteilungsschlüssel, Entschuldigung, die Kommission schlägt jetzt auch vor, das komplette Dublin-System, das sogenannte, zu reformieren. Da bin ich mal gespannt, wer da
wenn er zustimmt und wenn nicht. Und dann dieser legislative Prozess, dieses Gesetzgebungsverfahren bleibt dann irgendwo im Rat liegen und geht da auch nicht weiter. Und das ist dann schade, ne? Weil die Lösungen sind da, wie man es am besten lösen kann. Und dann sagt der eine Staat, nö, mache ich nicht, weil habe schon so viele aufgenommen oder möchte überhaupt keine aufnehmen, und dann blockiert das. Und ich glaube, in der Frage, also ein europäischeres Thema gibt es eigentlich nicht. Wir haben ja eine gemeinsame Außengrenze. Leute kommen von außen zu uns rein. Also wenn das nicht europäisch geregelt werden sollte, was sollte denn noch europäisch geregelt werden? Wie zufrieden bist du da? Ich meine, du bist ja nur bei wenn man das jetzt mal im deutschen Land, du bist ungefähr hier wie CDU, ne, so Christsozial, hast auch bei dir selber ja stehen, dass das auch einer der wichtigsten Aspekte für dich ist, im Leitbild, im täglichen Handeln, den Schwächeren dadurch auch zu helfen mit dem täglichen Wirken. Wie zufrieden bist du da eigentlich mit den Parlaments- oder auch vor allem den Ratskollegen, was gewisse Schnelligkeiten und Entscheidungen betrifft? Das kannst du nicht global beurteilen. Ich kann global beurteilen, nach welchen Maßstäben ich urteile und nach welchen Maßstäben ich abstimme. Ich bin aber sehr glücklich darüber, in dieser Europäischen Volkspartei zu sein, aus zwei oder drei Gründen. Zum einen, weil wir Europa irgendwann mal gegründet haben. Die Urväter der EU, das waren Christdemokraten. Das ist jetzt zwar ein Stempel, aber das, wenn es ein Sozialist gewesen wäre, waren ja auch dabei, war das ja auch okay, aber so die Urväter für mich, Monnet und Schumann, das sind interessante Leute, und merkt man auch, weil es schon mehr wirtschaftlich als sozial geprägt ist, letztlich die Urfassung, ne? War ja auch erstmal eine Handelsgeschichte, die dahinter steckte. Ja, es war weniger eine Handelsgeschichte als eine friedenssichernde Geschichte über den Handel. Man hat ja nicht umsonst Kohle und Stahl vergemeinschaftet, weil aus Kohle und Stahl macht man Waffen. Also hat man sich gedacht, wenn man das vergemeinschaftet, haben wir den Finger drauf und wissen, was der Nachbar so treibt. Und das vor dem Hintergrund, dass alles platt war. Also das sind ja Kontexte, die man heute auch mir nicht veranschaulichen kann, weil ich ja auch keinen Bezug zu diesem Krieg eigentlich mehr habe. Ich habe einen Opa, der da drin war, und das war's. Aber wie damals der Kontext war, um auf die Idee zu kommen, Gemeinschaftliches zu tun, ist eigentlich revolutionär. Dann muss ich das jetzt aufgreifen, weil wir führen ja ein durchaus harmonisches Gespräch. Es ist ja auch durchaus so, dass wir ja diesen Tag auch durchaus mit Informationen aufsaugen. Aber hat man natürlich auch ein bisschen schlau gemacht, es gibt ja auch Kritiken oder es gibt ja auch kritische Stimmen. Mhm. Und gerade wegen Waffenkrieg, es gab wohl eine Abstimmung zu einer Resolution zum Thema Waffenlieferung nach Saudi-Arabien, wo sich die Jusos hier aus Belgien schon heftig kritisiert haben, weil du dem wohl zugestimmt hast. Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, es gibt eine Abstimmung, was war eigentlich Gegenstand? Weil ich sage jetzt mal, ich höre raus, du bist dem Thema Helfen, Flucht sehr menschlich und sozial aufgeschlossen gegenüber. Und dann jemanden, der dann aber Waffen liefert, wo es dann um die Resolution geht, abzulehnen. Also ich meine, es ging nicht um eine Resolution, ob Saudi-Arabien Waffen liefern oder ob wir Waffen liefern an Saudi-Arabien oder nicht. Darum ging es gar nicht. Es ging um eine Resolution, um das, was im Moment im Jemen passiert. Und in dieser Resolution, in der man das verurteilt hat und in der man gesagt hat, da muss Frieden rein, und wir machen viele solche Resolutionen im Parlament, die haben keine bindende Wirkung, das hat eine symbolische Wirkung. In dieser Resolution gab es dann einen Satz, wo die Frage aufkam, welche Rolle spielt Saudi-Arabien in diesem Kontext? Und aus damaliger Sicht meiner Fraktion gab es die Bewertung, dass Saudi-Arabien an sich in der Koalition derer ist, die diesen Konflikt eigentlich beenden wollen. Ich bin jetzt kein Jemen-Experte, ich habe mich da beraten lassen und habe dann auch dementsprechend abgestimmt, dass wenn wir wollen, dass dieser Konflikt, da ging es vor allen Dingen um den IS, wenn wir wollen, dass der IS
nicht dort die Rolle einnimmt, die er im Nachbarstaat eingenommen hat, dann muss man dem IS mit Waffengewalt entgegentreten. Und in dieser Koalition gegen den IS waren in dem Moment auch, oder war und ist, Saudi-Arabien. Und wenn man dann das weiterspinnt und sagt, ja, dann können wir ja auch nicht dagegen sein, dass Saudi-Arabien mit Waffengewalt dort interveniert. Und war es dann also und dann spinnt man weiter? Nö, gar nicht. Und dann spinnt man weiter und muss sich die Frage stellen, wenn wir denn wollen, dass der IS sich nicht ausbreitet, müssen, können wir das nicht mit guten Worten machen, sondern müssen da auch wirklich militärische Macht gegenstellen. Und wenn es diese und dann habe ich eigentlich nicht dafür gestimmt, dass man Waffen an Saudi-Arabien liefern, sondern ich habe dafür gestimmt, dass Saudi-Arabien zumindest die Möglichkeit hat, da militärisch zu intervenieren, wenn sie in dieser Koalition bleibt und den einen Feind bekämpft. Das heißt, der Ansatz. Wäre dann, wenn ich es richtig verstehe, eigentlich die Enthaltung die richtigere oder die vielleicht konsequentere? Egal, ja, eine Enthaltung ist immer sowas. Also egal, was ich da abgestimmt hätte, man hätte immer Argumente dagegen gefunden. Hätte ich dagegen gestimmt, hätte man mir vielleicht den Vorwurf gemacht, ja, du trittst immer gegen den IS auf, das wird als die große Gefahr dargestellt. Jetzt haben wir die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ja, jetzt stimmst du ab, dass niemand da mit Waffen irgendwo was machen kann. Das wäre auch eine Argumentation gewesen, die vielleicht aber einfacher zu ertragen gewesen wäre. Und nach wie vor bin ich der Meinung, dass der IS eine enorme Gefahr darstellt und als Belgier und ihr als Berliner habt die Erfahrung ja auch jetzt gemacht. Wenn da nicht wirklich mit Waffengewalt auch vorgegangen wird im Moment, wir können gerne über Gründe reden, weshalb es so gekommen ist, wo man mehrere Gründe findet und das absolut keine Schwarz-Weiß-Kiste ist, aber im Moment die Situation ist so, dass man da was machen muss. Ansonsten breitet das sich aus wie so ein Krebsgeschwür und bringt auch Probleme für unsere westliche Welt. Und dementsprechend war für mich Hauptargument IS bekämpfen. Und dann muss ich eben die Kröte schlucken, dass sogar so jemand wie Saudi-Arabien die Möglichkeit haben soll, mit Waffen dagegen vorzugehen. Ich kann das war eine Akte, wo es eigentlich keine gute Lösung gab. Ich habe mich für die entschieden, bin dafür kritisiert worden. Okay, ich kann sie aber erklären und kann auch das Raisonnement dahinter erklären. Enthalten ist keine Meinung zu dem Thema haben. Das ist dann auch kritikwürdig. Mir ging es aber darum, den Stempel drauf zu drücken, dass ich der Meinung bin, dass wir das, was im Moment an IS besteht, diese Strukturen bekämpft werden müssen. Ich hatte nämlich kurz vorher auch ein Gespräch mit Gilles de Van Kerkhove. Der ist vielleicht dem breiten Publikum nicht bekannt. Das ist aber der europäische Terrorbeauftragte, ein Belgier. Und ich hatte die Chance und das Glück, bei einer Versammlung teilnehmen zu dürfen, wo der saß und der uns sein aktuelles Bild über den Nahen Osten vermittelt hat. Und da bin ich rausgegangen und habe mir gedacht, oh mein Gott, wenn das so ist, wie er es beschreibt, und ich glaube, dass es tatsächlich so ist, wie er es beschrieben hat oder so war, dann sind wir mit allem, was wir haben, wirklich gefährdet mit dem, was da passiert. Und die Tatsache, dass ja viele junge Leute sich auch in Belgien haben rekrutieren lassen für dieses IS, diesen IS, das war der beste Beweis, dass es stimmt, was er sagt. Und also das hatte jetzt nicht nur lokal mit Syrien zu tun oder mit dem Irak. Also die Strukturen hatten sich ausgebreitet, so wie so ein Ring im ganzen nordafrikanischen Raum, rein nach Sudan, nach Eritrea. Und da finde ich, und das war auch ein Appell, den er hatte, wir müssen da vorgehen, wir müssen da was gegen machen. Sonst nimmt das Oberhand und sonst passieren Dinge, die wir nicht mehr kontrollieren können. Voilà, das sind die Beweggründe. Dass natürlich Saudi-Arabien, ich habe mit Saudi-Arabien aber gar nichts zu tun, man beschimpfte mich als Waffenlobbyist, also fand ich derb und fand ich auch nicht korrekt, aber nun gut. Man kann man nicht beurteilen, aber du bist ja sogar jemand, der zumindest
die Treffen protokolliert. Ja. Jetzt kann man natürlich auch nicht sagen, ja, sind das alle oder nicht. Das ist ja dann natürlich immer die Vertrauenssache. Aber wird man denn eigentlich, was das angeht, von vielen dieser Hersteller angesprochen? Ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, Microsoft geschenkt zurückgeschickt, Elektra Bell geschenkt zurückgeschickt. Ich kriege auch keine mehr. Hat ja schon mal gewirkt. Aber wie ist das natürlich mit diesen Angeboten? Wie oft wird man da von entsprechenden, gerade aus dem Bereich, Gruppen in welcher Frequenz eigentlich kontaktiert? Also ich bin in meinem Leben noch nicht von einem Waffenlobbyist kontaktiert worden, um es mal klarzustellen. Ja, meine Rüstung, Waffen, nichts, null. Ich werde kontaktiert von denjenigen, die in den Gesetzgebungsverfahren drin sind, die ich bearbeite. Bin jetzt sehr stark im digitalen Europa unterwegs, also werde ich sehr stark von all diesen Googles, Apples, Microsofts, Amazon, Zalando, die Leute kommen dann tagtäglich in mein Büro und ich lasse auch jeden zu mir und führe auch mit jedem ein Gespräch und mache auch mit jedem ein Bild und führe das auch transparent. Und werde auch, oder das ist so ein bisschen das, was wir als Prinzip auch verankert haben, dass ich nie nur die eine Seite treffe, sondern immer auch die andere Seite. Und daraus mir die Meinung bilde. Das ist ein Thema Lobbyist. Also ich möchte das überhaupt nicht verteufeln. Das gehört dazu, das gehört zur Meinungsbildung dazu. Ich bin von der Ausbildung jetzt klassischer Philologe und Jurist. Aber es sollte paritätisch irgendwo sein. Ja, ne? Genau. Hab auch von gewissen Dingen, über die ich abstimmen muss, überhaupt keine Ahnung, weil man sich da erst reinarbeiten muss. Zum Reinarbeiten gehört, dass man sich Experten anhört. Die Experten in diesem Bereich sind immer die, die als Lobbyisten beschimpft werden. Der Dialog mit denen hat aber nichts Verwerfliches. Verwerflich ist, wenn der Lobbyist Einflussnahme nimmt, um bei der Entstehung des Vorschlags schon in eine Richtung zu gehen. Was ja auch nicht so selten vorkommt, leider noch. Ne? Was möglich, aber die Lobbyistengruppen sind so stark mittlerweile, dass dieses Paritätische gewährt ist. Also ich kann nur jedem sagen, mal mit Verbraucherschützern zu tun zu haben. Das ist sehr stark. Also die Verbraucherschutzorganisationen in Europa. Dann wundert mich, wenn ich das jetzt mal direkt aufgreife. Ja. Ich habe auch geschaut, es steht eigentlich nur eine Meldung im Europaparlament auf der Webseite zum Thema WhatsApp. Die ist ein paar Jahre alt, da geht es um die Fusion mit Facebook. Mhm. WhatsApp hat ja vor nicht allzu langer Zeit seine allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert und gerade zumindest jetzt im Bereich Datenschutz ist das ja, finde ich persönlich, eine heikle Nummer. Und ich habe das Gefühl, weil viele das vielleicht gar nicht so greifen können, was da eigentlich sich hinter verbirgt, was man eigentlich dem zugestimmt hat, wo ich denke, da muss der Verbraucherschutz eigentlich viel aktiver werden. Mhm. Und da muss ich sagen, dass... Es gibt eine neue Datenschutzverordnung. Genau. Ist aber noch nicht in Kraft. Genau, ich weiß, mein Arbeitgeber hat uns allen auch dazu eine aktualisierte Informationen zukommen lassen, weil wir die auch bestätigen müssen, was ich auch sehr gut finde. Aber wenn man jetzt... Da geht man in diese Richtung, dass der Verbraucher viel mündiger wird. Genau, aber wenn ich jetzt bedenke, dass das WhatsApp ja praktisch damit einer, ich finde es aus deutscher Perspektive unlauteren Methode, seine allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert hat, plus dass da Klauseln drin sind, die ich persönlich als digitaler Mensch eigentlich nicht unterschreiben kann, weil mein Adressbuch permanent hochgeladen wird. Und dann zum Beispiel lese, dass natürlich auch Abgeordnete WhatsApp nutzen, wo ich dann denke, ey, die laden permanent ihr Adressbuch hoch und im Verbraucherschutz passiert da aber nichts, weil die meisten Verbraucher ja sich dadurch ungewollt zum Füttern dieser Konzerne irgendwo begeben. Ich glaube, keiner wie Google und Facebook hat eigentlich so ein riesen Netzwerk an persönlichen Daten und dadurch auch von Leuten, die selber gar nicht im Netzwerk drin sind. Da müssen also gerade die passiven Verbraucher werden da ja eigentlich doch gar nicht mehr geschützt. Ich glaube, wir sind auch da noch immer am Beginn von der Entwicklung. Und wenn wir über das digitale Europa sprechen, dann reden wir mittlerweile sehr oft davon, dass ein Service oder ein Angebot wird demnächst nicht mehr mit Geld bezahlt, sondern halt mit deinen Daten.
Und zum Beispiel, wir fahren gerade mit einem Wagen, der sammelt permanent Daten, die schon an den Autoproduzent übermittelt werden, die der verkauft. Das ist man sich nicht bewusst. Und du kannst nicht alles regeln, du kannst aber den Verbraucher in dem Sinne schützen, dass er sein Einverständnis mal zu gewissen Dingen geben muss, ein explizites und einfach erklärtes. Das wird auch so kommen. Aber du wirst es nicht erleben, dass du wirst erleben, dass es ganz vielen Leuten so ziemlich egal ist, was mit den Daten von ihnen passiert. Ich meine, das ist ja genau der Unterschied. Ne? Ja. Wenn du jetzt sagst, wir fahren jetzt das Auto, das sendet Metadaten, wir haben unsere Mobiltelefone mit unseren Apps. Darf ich trinken? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Das ist ja immer noch die eigene Entscheidung. Ich entscheide mich ja. Ich habe nicht entschieden, dass mein aber Auto hast du, ein Audi was schickt. Hab ja, aber du hast dich ja für den Audi entschieden. Ja, aber ich war nicht darüber informiert, dass und er schickt aber nicht, was ich jetzt mache. Das nee. Ist, ja. Es gibt ja nochmal jetzt diesen Unterschied, den ich da noch mit meine. Ja, genau. Zumindest bei den meisten, wenn man sich jetzt die Datenschutz und AGBs durchliest, würde man das da schon irgendwo finden. Hm. Noch versteckt, ist ein Punkt, gebe ich dir recht. AGBs liest niemand? Stell dir vor, es gibt Leute, die es tun. Aber die allerwenigsten. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es gibt diese nette Geschichte von Heathrow und dem Test, dass man doch den Leuten anbot, ihr habt WLAN im Flughafen frei, ihr müsst nur hier die AGBs anklicken. Und das haben alle gemacht. Und dann hat man sie befragt, haben sie denn gelesen, was da drin steht? Nö. Ja, da stand drin, dass sie ihr Kinder verkauft haben. Ah ja. Also in dem Sinne, niemand liest irgendwelche AGBs. Das ist auch, da sind wir zum Beispiel bei dem Thema, wo ich jetzt Berichterstatter bin, Online-Verkauf oder Verkauf im Allgemeinen. Welche Rechte und Pflichten hast du, wenn dein Produkt defekt ist? Das gibt es schon. Es gibt es nicht für den Online-Bereich. Das gibt es nicht für digitale Inhalte. Und das wollen wir jetzt in dem Sinne harmonisieren, europaweit die gleichen Regeln machen, damit egal wohin du verkaufst oder wo du kaufst oder in welchem Online-Shop du kaufst, du immer weißt, welches deine Rechte und Pflichten sind. Weißt du, welche Gewährleistungspflicht du auf oder Gewährleistungsgarantie du auf dem Produkt hast? Du jetzt. Also, wenn ich jetzt Hersteller wäre, wären es in Deutschland 2 Jahre. Ja. Und als Verbraucher? Als Verbraucher, wenn ich es weiterverkaufe? Oder wenn wenn du kaufst jetzt ein Produkt in einem Online-Shop. Was hast du da für Recht? Also ich als Verbraucher wüsste jetzt, dass es Gewährleistung und Garantie in Deutschland gibt, natürlich aber nicht, wenn ich es jetzt beispielsweise in Belgien kaufen würde. In Portugal auf dem Online-Shop. Oder wenn ich jetzt, richtig, das wüsste ich eben nicht, das stimmt. Es ist eigentlich harmonisiert mal worden auf 2 Jahre, hast du recht, aber mit der Möglichkeit für jeden Mitgliedstaat sein eigenes Süppchen noch zu kochen. Das hat dazu geführt, dass es jetzt in Europa 5 verschiedene Gewährleistungsfristen gibt. Und dass es dann kommt, was ganz Wichtige dabei ist, wer beweisen muss, warum dein Produkt defekt ist. Das ist die sogenannte Umkehr der Beweispflicht. Da steckt aber das eigentliche Übel drin, denn das ist im Moment bei 6 Monaten, während 6 Monaten muss der Händler beweisen, dass das Produkt defekt war in dem Moment, wo du es gekauft hast. Also den Gegenbeweis liefern, also dass eigentlich du, dass du schuld warst und er nicht in Gewährleistung treten muss. Und nach 6 Monaten bis zum Ende der Gewährleistungsfrist muss das der Kunde machen. Und weil der Kunde keinen Bock drauf hat, irgendeinen Experten damit zu beauftragen, nachzuforschen, wer oder woran es gelegen hat, macht man es dann auch nicht. Ich meine, es gibt ja jetzt sogar schon bestehende Regularien. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, Fluggastrechte, wo es ja schon eine Regelung gibt, die, wenn man mit den Airlines sich dann mal auseinandersetzt, aber leider nicht wirklich eingehalten wird oder die mit allen Mitteln tricksen. Hab da selber das Beispiel gehabt und weil ich über diese Regelung Bescheid wusste, habe ich die 9 Mitpassagiere, die es betroffen hat, informiert.
Habe diesen Claim ausgefüllt und habe den an alle rumgeschickt und gesagt, die müssen eure Buchung und Namen noch ändern, weil da waren beispielsweise bei älteren Griechen dabei, wir hatten 20 Stunden Verspätung. Mhm. Und die bekamen freitags dann nach ein, zwei Monaten ihr Schreiben und da stand drin, ja, bitte Bankdaten mitgeben, sie kriegen die Fluggastrechte bezahlt und ich bekam montags die Mitteilung, dass es wegen exorbitanter Umstände bzw. Ja, genau. Widriger. Das heißt, die tricksen ja da mit allen Mitteln. Ich meine, es gibt den europäischen Verbraucherschutz, den man da auch nochmal kontaktieren kann. Die Rechte sind aber weltweit quasi die höchsten schon, ne? Das stimmt. Ja. Die Rechte sind auf dem Papier wirklich sehr gut. Ja. Ich hatte genau denselben Fall. Und es gibt halt diese Klauseln so wegen Wetter oder genau. Diesen außergewöhnlichen Umständen. Man kann sich immer darauf berufen. Ja. Es ist halt so offen gehalten. Und allein schon, dass die Rechte nicht verlesen werden, ist ja schon eine Schändung der die Rechte. Die stehen wohl, die werden nicht verlesen, das stimmt. Aber die Airline muss sie verlesen. Also man muss ja über seine Rechte aufgeklärt werden. Die sind werden. Wohl, ich glaube, wenn ihr in gleich welchem Flughafen ihr euch befindet, hängen die irgendwo. Ja, das ist wie beim Jugendschutz, der hängt dann irgendwo hinten ganz oben in der letzten Ecke. Aber okay, aber da muss der Verbraucher auch mündig sein. Richtig, mündig werden, also ich meine, der steht auch, ich meine, ich muss ja sagen, das ist jetzt ein Beispiel, weil ich kein Geheimnis, das war bei Vueling. Die haben auf ihrer Webseite da unten auch schon ganz klar den Link zu stehen. Und. Hallo. Also, wir sind da immer im Stau. Genau. Und es gibt eine Eskorte für die Motorradfahrer von der Polizei. Unfreiwillig. Zurück zu dem Beispiel. Das stand auf der Webseite und am Schalter hat man zwar ein bisschen rumgedruckst, aber grundsätzlich da schon noch ein bisschen drauf hingewiesen, letztlich über Umwege. Nichts wird machtvoller als der einzelne Verbraucher im Zeitalter der sozialen Medien. Das kannst du auch daran festmachen, wie bei Twitter die Experten nennen das Erregungen im Netz entstehen. Ja, genau. Ja, und du hast es mittlerweile ganz einfach, über eine Erregung so viel Macht auszuüben, dass jedes Unternehmen sich danach richten wird. Die Macht kehrt sich um. Das ist natürlich auch gefährlich. Ich meine, nehmen wir mal das prominente Beispiel. Im Bereich des Arbeitsrechts ecken sie oft an, Amazon. Aber wenn man jetzt mal die Produkte und den Austausch oder ich sage jetzt mal für den Verbraucher nimmt, ich muss gestehen, es gibt keinen, wo es so entspannt ist, wenn man irgendetwas hat, überhaupt mit denen in Kontakt zu treten. Mhm. Allein die Kontaktmöglichkeiten sind so einfach gestaltet. Mhm. Und dass man sogar, selbst wenn man nur eine Nachfrage hat, das ist richtig gut organisiert. Das ist perfekt organisiert. Und ich weiß von jemandem, der dort gearbeitet hat, der sagte, darauf ist alles ausgerichtet, dass derjenige das zufrieden ist, dass das funktioniert. Und ich meine, das ist jetzt der Spieß rumgedreht. Im Grunde gibt es sogar ein großes Unternehmen, was in anderen Bereichen sicherlich kritisiert wird, nämlich die Steuerpolitik, die wir eben hatten. Aus Sicht der Verbraucher aber praktisch von sich aus schon sagt, wo der Standard ist und sich dann ja wundert, Onlinehandel, wieso ziehen die anderen nicht auch mit diesem Service nach? Und also man ist ja nicht immer einfach. Schick mal, wenn jeder alles direkt zurückschicken würde, was er hätte, ist das natürlich schwierig. Gleichzeitig aber alleine die Möglichkeit zu haben, überall direkt, da kann ich auf jeden Fall anrufen. Ne? Manche verstecken ja ihre Kontaktdaten so schwer, dass man denkt, ja, gekauft und dann wollt ihr nichts mehr mit mir zu tun haben. Das ist auch eine Entwicklung, die beginnt, die sich rasant entwickeln wird. Also vor 5 Jahren habe ich nichts online gekauft. Mittlerweile kauft man das, was man hierum nicht findet, tatsächlich online und sehr gerne auch online. Und meine Kinder werden in dieser Online-Welt groß. Und entweder die Geschäftswelt, der Einzelhandel stellt sich darauf ein und sieht das als Chance, entwickelt dementsprechend Strategien, oder er wird es ganz schwer haben. Und dementsprechend ist das, aber da sind wir auch am Anfang der Entwicklung. Ne? Das ist effektiv alles, was sich da entwickelt, wird Dinge, die wir seit jeher kennen, ändern. Zum Guten oder zum Schlechten, das muss man dann sehen, aber es wird auf jeden Fall eine Änderung geben. Und wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, die jetzt persönlich formulieren könntest, so sag ich mal, oder dein
ich sag mal, deinen Point of View konkretisieren könntest, wie sähe der aus? Erstens, dass der Verbraucher mündig ist und bleibt und weiß, wie er in dieser digitalen Welt, welche Rechte er in dieser digitalen Welt hat. Denn es ist ja sehr anonym, diese Welt. Du gehst ja nicht in ein Geschäft und bist in Kontakt mit einem Menschen, der dir etwas verkauft, sondern du klickst. Und du klickst dich auch sehr schnell über diese Informationsangebote durch. Cookies weg, AGBs weg, Hauptsache mein Produkt. Du wirst auch nicht beraten, außer über diese Kommentare, die ja... Kommentare, Live-Chats ein bisschen, genau. Aber es... Du wirst nicht beraten, weil der das verkauft, ja nicht mit dir spricht. Das wird aber auch kommen, dass der virtuelle Verkäufer dann eine Beratung mit dem macht. Ich meine, es gibt ja schon so ein bisschen Live-Chats, ja, teilweise, genau. Diese Dinge gibt es ja. Dass der Verbraucher über seine Rechte Bescheid weiß, dass er auch beschützt ist. Ich glaube, die neue Datenschutzverordnung, ohne dass ich da jetzt der Experte vom Datenschutz bin, aber geht in eine gute Richtung, geht in eine vernünftige Richtung. Und ich glaube, wir haben da auch recht strenge Regeln für den Verbraucher. Und das wird sich dann entwickeln. Es wird sich dann vielleicht der Markt auch aufteilen in diejenigen, die... ein besonders guten Datenschutz haben. Wenn Facebook und WhatsApp und diese Leute Schindluder mit den Daten treiben, dann gibt es wahrscheinlich irgendwann eine Plattform, die das nicht tut und auf die alle wechseln. Das ist ja genau das Thema, wo ich jetzt eben hier schon mal mit einstieg. Im Grunde verstoßen sie schon eklatant dagegen. Ich sprach es deswegen bei WhatsApp an. Bis November ging das ungefähr bei Facebook so, bitte gib deine Handynummer ein, bitte gib deine Handynummer ein. Dann gab es die neuen AGBs von WhatsApp. Eine Woche später stand dort, ist das Ihre Telefonnummer, bestätigen Sie die. Und gerade im Hinblick darauf, wenn jetzt passiv die Daten von jemandem anders hochgeladen werden. Und jetzt würde dagegen auch verstoßen. Jetzt nehmen wir das Beispiel dieser Großen wie Facebook oder Google. Dann kannst du sie verklagen. Aber das tut niemand, weil dir das im Endeffekt egal ist. Egal nicht, es ist sehr aufwendig. Ne? Also wenn ich jetzt. Nee, dir ist egal, was. Im Grunde ist es ganz vielen dann egal, was sie dann mit meinen Daten machen, weil ich das ja nicht. Ich spüre es ja nicht direkt, was sie mit meinen Daten machen. Das ist ja eine indirekte Verwendung. Jetzt bin ich so ein Korinthenkacker und schreibe Facebook und sage, gemäß § 34 des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes müsst ihr mir auch mal sagen, was habt ihr eigentlich von mir? Genau. Und, genau wie dieser Österreicher, der das mal durchexerziert hat. Genau, und ich bekomme da keine Antwort und dann frage ich dann nochmal an anderer Stelle nach, wo kann man eigentlich dann bei euch das entsprechend nachlesen? Auch keine Antwort. Und wenn ich jetzt dann merke, durch diesen Datenabgleich, der auch von Datenschützern kritisiert wurde und ich als Verbraucher dann darauf zugehe und dann eben nicht die Rückmeldung bekomme. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich gehe jetzt vor Gericht. Du gewinnst dann auch. Aber ich meine, als Verbraucher... Hast du keinen Bock drauf. Ja, vor allen Dingen, ich weiß, den Europäischen Gerichtshof kann ich ja als Bürger anrufen. Und ich meine, mich aber zu erinnern... Nicht zu dieser Frage. Du musst zuerst vor ein nationales Gericht gehen. Richtig, weil es dann weitergehen wird und da geht es dann los. Ich müsste praktisch, und das ist ja der nächste Schritt, ein gewisses Kapital haben, um meine Verbraucherrechte durchzusetzen. Sei denn, die Verbraucherschützer machen das, die können das nämlich auch. Also genau. Die Verbände. Genau, wenn die dann... Die muss ja nichts zurückhalten, das zu machen. Ne? Aber es ist natürlich als Verbraucher auch schwierig, wenn du diesen Fall hast. Verbraucherschutzzentrale Deutschland könnte eine Klage anstrengen oder Testerschein. Ich glaube, die sind in diesem Bereich auch aktiv. Ja. Aber es ist natürlich so, dass es da auch teilweise erst um den reinen Datenaustausch geht. Aber das wird sich alles entwickeln. Da sind wir effektiv im Tal des Berges. Das entwickelt sich alles. Und da wird auch, wie mit allen Dingen, die sich so entwickelt haben, wird auch ein Bewusstsein sich entwickeln, was passiert gerade mit meinen Daten. Und wenn da irgendwann mal mit Schindluder gemacht wird, so richtig, dann machen alle die Augen auf und sagen, oh Gott. Aber ist es gerade bei Daten nicht dann zu spät? Weil ich sage jetzt mal. Natürlich, aber du kannst die Daten, die du einmal verkauft, die Facebook, sage ich mal, verkauft oder die Audi demnächst verkauft oder jetzt schon verkauft, die sind weg.
dann ist das ist dann, das ist dann so. Auf der anderen Seite spürt man im Moment ja noch keine Folgen, bis auf ein bisschen personalisierte Werbung auf deinem Internet, spürt man es ja nicht. Die machen zwar Geld damit, weil... weil sie hätten für sich, wir haben ja schon eine extreme Verbindung, wer mit wem wessen Nummer im Handy hat. Ja, genau. Und wenn man wiederum weiß, dass eine Handynummer heutzutage schon als Standortortung reicht, wenn du es dabei hast. Aber das führt vielleicht zur Überlegung, dass die diese Daten zu Nutzungen benutzen könnten, die fast ins Illegale reingehen. Aber da müssen die auch schwer aufpassen, was sie tun. Ne? Das Thema ist ja vielleicht nicht, dass sie es selber nutzen, aber wenn sie diesen Pool haben, wenn irgendjemand an diese Daten herankommt. Ja, genau. Also ich meine, ich will und jetzt... die Gefahr ist ja auch, dass man die Daten hackt. Das ist ja, also genau. Da geht es ja auch so ein bisschen tatsächlich mit drum, weil ich behaupte mal, auch aufgrund der Innovation, gerade von Google, / Alphabet, da ist ja auch viel Idee dahinter. Ich glaube nicht, dass überall es nur um das Thema geht, die Daten zu missbrauchen. Man kann damit ja auch viel, viel Spannendes tun. Das ist ja gerade die Gratwanderung. Die ganzen neuen Geschäftsmodelle basieren auf diesen Daten. Ja, natürlich. Und all das, was im Moment noch niemand für möglich hält, was auch diese Zukunft gestalten wird, basiert auf diesen Daten. Ganz klar. Es wird alles sehr personalisiert werden. Dienstleistungen, Service wird alles sehr personalisiert werden, wird alles sehr von diesen Daten getrieben werden. Und man kann sich dieser Entwicklung verschließen, aber ich glaube, das ist zu spät. Also das, nee, verschließen wird auch schwierig. Ja, ist ja nicht möglich. Aber man muss kann jetzt natürlich, man kann jetzt natürlich sich nirgendwo einloggen, kein Handy haben. Wird ja auch was fehlen. Ja, also ich meine, wir wollen das ja auch. Ja. Man muss den Verbraucher schützen, aber der Verbraucher will ja auch oftmals nicht wirklich geschützt werden, sondern will jetzt diese Dienstleistung und nimmt auch in Kauf, dass man mit seinen Daten einfach haben. Ja, genau. Ich meine, das ist ja auch das Ding, um das abzuschließen, WhatsApp ist erfolgreich, weil es so einfach ist. Mhm. Es gibt Alternativen, aber man ist zu bequem zum Wechseln. Und dann so lange, wer wechselt dann auch? Ist ja klar, ne? Ist ja auch, die Bequemlichkeit siegt am Ende immer irgendwo. Was erwartet uns dann eigentlich, wenn wir jetzt, ich sage jetzt mal, wir stehen zwar noch im Stau, aber es geht gleich los. In der ersten Tagesordnungspunkt ist der Ausschuss Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Was steht da heute auf der Agenda? Da wird zunächst mal abgestimmt. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber es geht da um den Gebrauch von Feuerwaffen. Ganz heikle Sache, aber ich bin in diesem Ausschuss zum Beispiel nur stellvertretendes Mitglied und werde da auch an der Abstimmung nicht teilnehmen, weil das Vollmitglied daran an der Abstimmung teilnimmt. Ja. Wir haben gestern über Geoblocking diskutiert. Oh, spannendes Thema. Das war sehr spannend, da gibt es jetzt erste Vorschläge. Also das Geoblocking im Sinne von, dass die großen Online- Anbieter von Produkten, dich auf eine auf deine nationale Seite. Vielleicht für euch kurz erklärt, wenn ihr Netflix eigentlich in den USA bestellen wollt. Das ist nicht Geoblocking in dem Sinne. Geoblocking in dem Sinne, wie wir es gestern diskutiert haben, ist, dann wenn du ich gehe auf Mediamarkt-Seite Deutschland, will da einen Kühlschrank kaufen und die leiten mich auf Mediamarkt Belgien, oder wenn du, wo das Angebot nicht wenn gibt. Du ein TV-Abo hast, was du, ich glaube Sky hat das ja auch, das ist auch nicht Geoblocking. Nee. Wenn ich es nicht abrufen kann, wenn ich ein Abo habe. Nee, das ist nicht Geoblocking. Es ist auch Geoblocking, aber die Geoblocking-Akte ist eigentlich das, was ich gerade beschrieben habe. Alles andere. Es geht um den Einkauf da praktisch. Ja, genau. Einkauf von Waren, beziehungsweise auch von digitalen Inhalten. Aber wovon wir da sprechen, ist audiovisuell. Hat auch mit Rundfunkanstalten zu tun, hat mit den neuen Formen des Fernsehens à la Netflix zu tun, oder beziehungsweise nicht des Fernsehens, sondern des Internet Serien und Filme gucken zu tun. Da blockiert man auch Dinge, das kann man über Satellit blockieren, das kann man aber auch über die IP-Adresse blockieren. Genau, weil das ist ja genau der Punkt. Wenn ich doch etwas gekauft habe, zum Beispiel in Deutschland, Sky als Abo, habe ich,
man hat dann digital, das als App darf man es auch gucken. Ja. Jetzt bin ich aber in Belgien und mache mein Sky an, darf ich es aber nicht gucken, weil ich in Belgien bin. Noch nicht, aber demnächst kannst du diesen Vertrag, den du in Deutschland abgeschlossen hast, vorübergehend mit nach Belgien nehmen. Das nennt man die sogenannte Portabilität. Aber nur sofern das hier angeboten wird, oder? Nee, du darfst dein Abo mitnehmen. Also die müssen es technisch ermöglichen, dass du, wenn du dich dann einloggst mit deinem Computer, der auf dich personalisiert ist, beziehungsweise wenn du deine Login-Daten machst, dass du dann dein Abo auch anderswo in Europa anschauen kannst. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man in der sogenannten CAPSET-Verordnung jetzt versucht, die Mediatheken grenzüberschreitend freizuschalten, auch den Online-Bereich dieser Mediatheken von ARD, ZDF und so on. Auch zum Beispiel ich aus Belgien habe darunter sehr gelitten, dass ich den Tatort nicht zeitversetzt in der Mediathek schauen konnte. Mittlerweile macht er. Ich habe mich gestern übrigens mit ARD und ZDF zu dem Thema getroffen. Und die stehen dem sehr positiv gegenüber, weil die auch eine lange Vision oder eine Vision auf längere Sicht haben, wohin Fernsehen geht. Und die waren mit mir einer Meinung, dass das Fernsehen an sich auf lange Sicht weg ist. Und ich könnte jetzt ja als besorgter deutscher Bürger sagen, jetzt bezahle ich auch noch GZ für die Belgier. Ja, genau. Und das war auch ihr Anliegen. Du bezahlst das sowieso im Moment schon, weil die Deutschsprachigen in Belgien über Satellit oder wie ich über Kabel eine Gebühr bezahlen, die an ARD und ZDF wieder zurückgegeben wird. Ich bezahle ja in Belgien auch etwas, damit ich da reinkomme. Aber effektiv, der deutsche Steuerzahler bezahlt einen Service, den ich auch benutze. Das also wir schneiden das nicht raus, auch wenn das natürlich jetzt für Diskussionen sorgen kann. Ja, aber das ist so, aber das ist marginal. Es gibt ja nicht so viele Leute in Belgien, die Deutsch sprechen, deswegen ist das sehr marginal, deswegen lassen die das auch zu. Also 75.000. 75 und in Brüssel ein paar und das war's. Wie ist das zu Punkt 1 nochmal ganz kurz mit dieser Portabilität dieser Verträge? Ist im Moment... Genau, weil noch nicht ungefähres Zeitfenster, wo steht man da? Nächstes Jahr hoffen wir, dass wir damit durch sind. Also als praktisch Gesetz. Ja. Das heißt, es könnte zwei Jahre vermutlich dauern. Vielleicht schneller. Vielleicht sogar, okay. Ja gut, die werden sich Zeit lassen natürlich. Ja. Kostet ja Geld. Ja. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass auf lange Sicht all diese Regeln, das sind Zwischenlösungen. Ja. Irgendwann wirst du alles, was heute als Fernsehen definiert wird, sowieso nur noch auf deinem Rechner schauen. Und Zeit versetzt, also beziehungsweise live gestreamt. Also bis auf Sport oder wenn es jetzt auch besondere Veranstaltungen sind, schaue ich fast gar nicht mehr über genau, Fernsehen. Genau, und der Sportvermarkter wird zum Beispiel seine Rechte selbst vermarkten. Die FIFA wird einen Channel gründen oder haben. Vermutlich. Das wird live gestreamt, da wird von morgens bis abends live gestreamt und du kannst dir dein Produkt entweder kaufen oder es wird über Werbung im Internet oder nach Zeit abgerechnet, schaltest dich rein, guckst vielleicht nur eine Halbzeit. Der große Vorteil, den zum Beispiel Leute wie ARD und ZDF dabei haben, ist, dass sie einen öffentlichen Auftrag haben, sehr breit zu senden, sehr differenziert zu senden und, sage ich mal, kluge Inhalte im Anführungszeichen zu senden. Sie haben das Beispiel genannt, wenn wir Olympia nur über einen privaten Anbieter schauen dürften, der würde nur die guten Sportarten zeigen. Der würde kein Fechten zeigen. Tontaubenschießen. Ja. Aber das gehört auch dazu, auch Breitensport, kann man vielleicht auch eine Botschaft mitvermitteln. Ja. Liebe Kinder, die vor den Fernsehern sitzen oder vom Rechner. Achtung, es wird nochmal laut. Es gibt andere Sportarten wie Fußball und das hat auch ihren Sinn. Hallo. Es ist aber jetzt ein außergewöhnlich langer Stau und ich glaube, hinten ist auch ein Unfall. Also das, was wir jetzt hier erleben, ist eigentlich nicht normal. Davon abgesehen, das wird sich alles dahin entwickeln. Ich habe zum Beispiel jetzt, bin Dart-Fan, wollte die Weltmeisterschaft, das Finale mir anschauen und habe zum Beispiel in Ostbelgien jetzt über Kabel keinen Zugriff mehr zu Sport 1, die das live übertrugen. Ja. Sport 1 kündigte aber an, dass sie das live streamen. Ging aber nicht, weil das in Ostbelgien ich keinen Zugang dazu hatte.
konnte das auch nicht bezahlen, weil das nicht angeboten wurde. Es wurde nur für diejenigen online geschaltet, die auch Zugang über Satellit oder Kabel haben. Dazu gehörte ich nicht, also ging das nicht. Dann musste ich mir bei der PDC, der Internationalen Dart-Vereinigung, habe ich mir dann ein Abo für einen Monat gemacht von 9 Euro und habe das Finale schauen können. Das war für mich ist so ein bisschen... Ist ja noch ein bezahlbarer Preis, wenn man sagt, ich kann mir mal... ich gehe ins Kino, bezahle 9 Euro ja, oder ich gucke mir das Finale an für 9 Euro. Nehmen wir jetzt hier Barca gegen Real, ist ja fast nie irgendwo im Free-TV zu sehen. Im TV, selbst auf Sky wird es ja nicht gezeigt. Ich wundere mich manchmal, dass sie es noch nicht anbieten. Das wird aber kommen. Ja, davon gehe ich auch aus. Ich meine, das ist ja, glaube ich, ein großer Markt. Aber es ist ja schon da. Man muss ja nicht weit her. Und die Handball-Weltmeisterschaft wurde in Deutschland nicht gezeigt. Die läuft jetzt nur beim Stream. Genau. Ja, genau. Die läuft jetzt also von wegen Free-TV oder Sky, die lief über einen Stream, den musste man bezahlen. Und nee, der lief über den Sponsor. Der ja, genau, DKB. DKB, genau. Bank. Die Bank, die lief über den Sponsor. Jetzt kann man sagen, ja, aber öffentlich-rechtliches Fernsehen ist aber da, damit jeder Zugang zu gewissen Inhalten hat. Und das wird auch die Stärke von diesem öffentlich-rechtlichen mit Steuergeld auch so. Gibt auch. Ja, es gibt das öffentlich-rechtliche. Ich bezahle zum Beispiel für mein Kabel 18 Euro im Monat. 18. Also wir Deutschen übrigens günstiger. Rechne mal nach. Ja. Über Steuer oder über Privatanbieter? Das ist ein bisschen die Krux in Deutschland, dass es nicht einfach Steuer ist. Was nennst du jetzt Steuern? Die GEZ. Nee, das ist, wir bezahlen Geld an einen Anbieter. Der war früher mal staatlich, der ist jetzt staatlich privat. Und der legt meine Kabel. Und der gewährt mir auch Zugang zu diesen Inhalten. Diese Inhalte, weil das viel deutsches Fernsehen ist, muss er natürlich mit der GEMA in Deutschland verhandeln. Dann kriegt er ein Paket und das kann er mir zeigen. Ich glaube, GEMA ist Musik, sondern auch öffentlich-rechtlich. Also mit den Rundfunkanstalten ist ja auch wieder nochmal ein komplexes Thema. Und dann muss er, dann verhandelt er mit all diesen Sendern und unter anderem ARD und ZDF und das hat einen Preis und den bezahle ich. Wie sieht das dann aus? Wir gehen mal einfach weiter in der Agenda noch. Also Abstimmung, dann Geoblocking? Nee, war gestern. Geoblocking war gestern. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was nach der Abstimmung an Thema auf. Wir lassen uns überraschen. Wir machen jetzt auch mal eine Pause, damit hier alle nochmal einen Kaffee trinken können. Ja. Und damit wir nachher auch noch ein bisschen Stimme haben.